So, alles vorbereitet. Puh. Geschafft. Jetzt wird's gruselig, aber hallo, ich habe fast ein bisschen Angst. Ich habe fast ein bisschen Angst, jetzt hier direkt in die Nightmare, in die Albtraumschule einzutauchen. Ich bin jetzt auch wieder eine Woche raus, was Steuerung und so weiter angeht. Aber gucken wir mal. Wir haben viel gegessen und Herr der Ringe geschaut. Oh, das ist voll gut. Geguckt haben wir dieses Weihnachten leider zu wenig. Wir haben auch immer irgendwie die Original-Star-Wars-Trilogie oder auch Herr der Ringe oder irgendwie sowas geguckt am Weihnachten. Das haben wir dieses Jahr irgendwie leider verpasst. Wir haben natürlich Weihnachten bei Hoppenstedt geguckt. Und ja, aber jetzt so eine große Filmreihe, das finde ich auch immer cool. Gestern beim Eishockey gewesen, Weihnachtsspiel. Aha, okay, auch nicht schlecht. Weihnachtsfilme geschaut. Was habt ihr denn geguckt? Ich habe dann noch so, aber alleine dann schon abends, habe ich mir als Weihnachtsfilm dieses Jahr noch Stirb langsam angeguckt. Jetzt wird Silent Hill erst interessant. Ja, das glaube ich. Das will ich gar nicht bezweifeln. Ich fand aber schon die normale Schule eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mochte das ganz gerne mit den... die Rätsel vor allem haben mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Das war schon cool. Loriot kann ich schon fast mitsprechen. Ja, genau. Loriot, so Insider gehen auch immer, ne? So Loriot-Zitate. Hey, Bulail, vielen, vielen Dank für die 200 Bits. Das ist super nett von dir. Dankeschön, freut mich sehr. Stück langsam ist ein guter Weihnachtsfilm. Ich hätte tatsächlich noch lieber Gremlins geguckt, aber den gab's nicht. Also ich weiß nicht, wo es den zurzeit zum Stream gibt, aber ich habe jetzt keinen Netflix aktuell und aktuell habe ich nur Disney Plus und Amazon Prime, also Prime Video. Und Crunchyrolls, aber da gibt's natürlich keinen. Oh, David! Vielen Dank für zwei Geschenkabos. Jetzt ein Bird Rider. Yay! Das ist ja nett von dir. Lodrick 87 ist jetzt ein Bird Rider. Cool, danke schön, freut mich. Ja, genau. Und auf jeden Fall gab es in den Streaming-Portalen, die ich abonniert habe, aktuell kein Gremlins, sonst hätte ich mir gern Gremlins 1 angeguckt. Aber dann habe ich stattdessen Stirb langsam. Ich habe mich aber auch entschieden, ne? Es war so 50-50 Stirb langsam oder Kevin allein zu Hause. Aber ja, Kevin allein zu Hause. Quatsch, Stirb langsam hat dann gewonnen. Freut mich, dass es dem Kater wieder gut geht. Unser 8 Monate junger Katze wurde vor einer Weile kastriert. Das war für sie eine ganz schlimme Zeit und für uns dementsprechend auch. Oh, das tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr geht's wieder gut. Bei Katzen, ne, ist das ja auch nochmal ein größerer Eingriff wie bei Katern. Das ist natürlich immer. Aber mein Gott, das ist zum Glück Routine für die meisten Tierärzte und Tierärzte. Ne? Das kriegen die schon gut hin. Aber schön ist es natürlich nicht. Jo. Heieiei, Silent Hill 2 finde ich schlimmer als Teil 1, was Horror angeht. Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt beim ersten noch nicht so deep drin, aber ich finde den schon auch sehr gruselig und sehr cool bis jetzt. Gefällt mir bis jetzt wirklich sehr gut, muss ich schon sagen. Wirklich, wirklich gut. Also, ich meine, das Gameplay ist halt so, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, ich sag's euch ganz ehrlich. Wir haben jetzt 3 Stunden nicht ganz reingespielt und ich bin noch nicht so richtig in der Steuerung drin. Ich verstehe nicht ganz, wie unser Harry hier entscheidet, auf welche Monster er jetzt zielt und schießt er irgendwie manchmal absichtlich daneben oder so. Ist das Sinn der Sache? Sind die Hitboxen der Monster manchmal ein bisschen blöd und... Es ist so, ich habe keine Ahnung, wie der Kampf funktioniert. Das muss ich echt noch ein bisschen üben. Aber abgesehen davon, die Atmosphäre, was die aus der PlayStation 1 rausgeholt haben, eben an Atmosphäre mit diesen Kniffs von Nebel und Dunkelheit und so weiter, das hat mich schon echt fasziniert letzte Woche. Bin sehr gespannt jetzt, wie es weitergeht.
Na schön, dann würde ich auch sagen, machen wir jetzt weiter. Let's go. Ich habe gerade keine Erinnerung mehr. Auch weil, wisst ihr, auch der Taschenlampeneffekt. Sowas war ja zu der Zeit alles andere als selbstverständlich, dass die Taschenlampe den Raum so relativ realistisch, vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber das passt ja auch zur albtraumhaften, zum albtraumhaften Szenario, aber so relativ plausibel und stimmungsvoll beleuchtet. Das ist ja wirklich ganz großartig. Also, nee, bin ich schon begeistert, muss ich schon sagen. So, jetzt lass mich nochmal kurz die Steuerung überprüfen. Laufen geht so, zielen so. Das ist die Karte. Okay, wir sind in der Albtraumversion der Schule. Und ich habe schon rausgefunden, dass die Klos anscheinend Teleporter sind, die uns in andere Stockwerke teleportieren. Das macht das alles natürlich noch viel verwirrender. Puh. Haben die Silent Hill immer eigenständige Stories pro Spiel oder gehören die direkt zusammen? Die haben schon... Oh. Carter, Gannon, ich bin auch live, oder? Gannon hat gerade irgendwas gemacht. Aber es passt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Uncut ist oder nicht. Ist es die ganz normale deutsche Version? Also nehme ich an, wenn da was geschnitten ist, dann wird das auch da drin sein. Also auch in der Version, die wir jetzt spielen. Silent Hill 4 The Room war damals das erste Silent Hill, das ich auch zu Ende gespielt habe. Fand es mega unheimlich und bedrohlich. Ich kann mich noch erinnern, dass mich Silent Hill 4 ein bisschen genervt hat irgendwie. Diese ganzen Expeditionen in die U-Bahn-Station mit dem unsterblichen Geistergegner, der durch Wände durch einen verfolgt, fand ich mega nervig. Das habe ich tatsächlich nicht so weit gespielt, weil es mich wirklich ein bisschen einfach so, weiß ich nicht. Es war nichts für mich. Naja. Warum funktioniert jetzt mein Kater? Was hast du gemacht? Okay, jetzt geht's wieder. Der Katzenschwierigkeitsgrad. Das ist natürlich nochmal... Ah ja, genau, ich wollte mir mal in Ruhe mein Inventar angucken. Wenn ich streame, wisst ihr, und wenn ich vor der Kamera sitze und in den Chat gucke und mit euch rede und dann noch was zocke, dann neige ich dazu, dass ich irgendwie so hektisch spiele und so schnell spiele irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss mir ab und zu mal ein bisschen bewusst Zeit nehmen, um sowas zu machen, wie das Inventar mal ganz bewusst anschauen, weil ich weiß gar nicht genau, was wir da eigentlich drin haben. Wir haben das Taschenradio, das ist klar, und die Taschenlampe, okay. Wir haben noch zwei Heilmittel, deswegen sollte ich jetzt echt mal lernen, wie der Kampf richtig gut funktioniert. Silent Hill 4 war nervig des Todes. Ja, ging mir leider auch so. Wir haben 4 Verbandskästen, okay. Eine Pistole und 78 Schuss. Das geht ja noch. Wir haben insgesamt eine 15 drin. Wir haben fast 100 Schuss. Das passt schon. Noch. 6 Schuss Schrotflinte, aber noch keine Schrotflinte. Messer, Eisenstange. Gibt es da eigentlich irgendeinen Grund, warum er 2 Nahkampfwaffen hat? Schwierig damit zu kämpfen, aber besser als nichts. Meterlange Stahlrohr, große Reichweite, aber von begrenzten Nutzen. Okay, naja. Aber gut, dann habe ich schon noch ein bisschen Überblick über mein Inventar gehabt. Ja. Silent Hill ist mittlerweile neu geprüft und Uncut 816. Der erste Teil? Ach so, für PlayStation 3. Ah, ja. Hey, es ist so schade, ey, dass so viele ältere Spiele, gerade aus der PlayStation 1-Ära, so verloren gehen im Grunde. Und für moderne Hardware nur noch schwer oder teilweise gar nicht mehr verfügbar sind. Finde ich mega schade. Okay. Also, Harry, ich kann dich schon wieder nicht steuern. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, let's go. Moment mal,
Hä? Ach so, ich kann mich erinnern. Da müssen wir lang. Moment, liegt da was? Ne, es sind nur ein paar Sprühdosen leere. Okay, ich muss mich jetzt mal kurz wirklich konzentrieren, damit ich ein bisschen reinkomme wieder. Weil gerade... ja. Merkt ihr schon, ich drücke schon wieder die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Ich muss auch sagen, da wir noch Familienbesuch haben und noch ziemlich weihnachtlich alles ist, habe ich auch schon das ein oder andere Bierchen heute intus. Also... Es könnte verwirrend werden. Noch verwirrender als sonst. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es mir auch voll die Konzentrationskräfte. Man weiß es nicht. Muss man mal abwarten. Aber da ist irgendwas. Ach, ich dachte jetzt, da sitzt jemand auf dem Klo. Ist wahrscheinlich Sinn der Sache. Eine Schrotflinte. Gerade sage ich es noch. Sehr gut. Die nehmen wir mit. Die hebe ich mir aber definitiv auf. Ein hängender Körper. Warum würde jemand... Punkt, Punkt, Punkt. Leonard Shrine. Das Monster lauert. Nee, Rhine. Das Monster lauert. Was soll das bedeuten? Dass ich jetzt definitiv Angst habe, wieder aus dem Klohäuschen rauszugehen. Das bedeutet das. Das kann ich euch sagen. Wo lauert denn das Monster, um Gottes Willen? Okay. Wie sind eigentlich die Spiellautstärke? Es hat offensichtlich schon wieder alles komplett durcheinander gehauen hier, meine Soundeinstellungen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man das Spiel entweder kaum oder gar nicht hört oder wenn es super laut ist. Das wahrscheinlich eher nicht. Sag mal Bescheid, wie es Lautstärke technisch ist. Ja, Hybrid Heaven ist großartig. Hybrid Heaven liebe ich total. Finde ich ein ganz großartiges Spiel. Davon hätte ich gern ein Remake oder eine neue Version oder sowas. Das ist wirklich toll. Ach so, genau. Da habe ich vorher gar nicht weitergeredet. Ne, im Chat haben es eh schon manche gesagt. Aber die einzelnen Teile hängen nicht wirklich zusammen. Da sind auch immer wieder andere, teilweise zumindest, gerade in den späteren Spielen, andere... Kreaturen, Designer und Autoren dran gesessen und die Interpretationen von Silent Hill, was Silent Hill ist und so weiter und wie die Regeln der Stadt funktionieren und die Interpretation und so, die weicht teilweise stark ab voneinander. Und ich kann nicht kämpfen in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Auf was zielt Harry? Das ist wirklich ein bisschen nervig für mich gerade, aber kriegen wir schon hin. Naja, genau. Aber basically, ne, sollen die schon alle in der gleichen Welt spielen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt wie im Final Fantasy so Paralleluniversen sind oder Spiele, die nur in gewissen Merkmalen miteinander zusammenhängen. Das soll schon aufeinander aufbauen. Es gibt auch verschiedene Anspielungen in verschiedenen Teilen auf vorherige und so weiter. Aber basically ist jedes Einzelne eine eigene Geschichte und hat nicht viel miteinander zu tun. Also ich denke nicht, dass man irgendwas gespielt haben muss, um Nachfolger zu verstehen. Das ist, glaube ich, ziemlich wurscht. Ach, wenn ich nur irgendwie mit dem Kampfsystem besser klarkommen könnte, aber gut. Hi, holy cow, hallo. Doch, der erste und der dritte hängt zusammen. Ja, genau, da hast du recht. Da spielt man ja quasi, ja, das wäre jetzt vielleicht fast schon gespoilt, wenn man es nicht gespielt hat, aber genau. Die hängen direkt zusammen. Und es gibt dann auch so ein paar so Spin-Off-Geschichten wie der Wii-Teil Shattered Memories oder sowas. Den kann man irgendwie als direkter Nachfolger oder, also Erinnerung an den ersten Teil interpretieren, wenn man will. Oder vielleicht ist es auch nur ein Reimagining oder eine alternative Version vom ersten Teil. Das stimmt. Es gibt ein paar Teile, die überschneiden sich und da hängt schon einiges zusammen. Aber im Großen und Ganzen. Ich denke aber mal, dass man den dritten auch gut spielen kann, ohne dass man jetzt den ersten kennt. Ich kann das Telefon nicht nutzen. Aber warum eigentlich nicht? Hast du es mal versucht? Wir könnten jetzt einfach die Polizei anrufen und uns dann in so einem Spind verstecken, bis die kommen. Ich will nicht wissen, wie in der Albtraumversion von Silent Hill die Polizei aussieht. Vielleicht rufen wir die lieber nicht. Um Gottes Willen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das würde alles nur noch schlimmer machen. Oh
Okay. Ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal raus. Hat jemand einen Tipp? Oh Gott. Erschreck. Telefon. Hi, Angelo. Cheryl. Das war Sherrys Stimme. Wo ist Sherry? Oder wie sie heißt. Ich habe übrigens heute den neuen Holy Energy Drink Peacock Punch, der jetzt extra für Silvester gerade verfügbar ist. Und der ist schon sehr, sehr lecker. Ich finde es fast schade, dass das ein Energy Drink ist, weil als Eistee würde ich mir den wahrscheinlich 24 Stunden ununterbrochen reinziehen. Cheryl, nicht Sherry, genau. Der ist sehr fruchtig, sehr Zitrus, Ananas, ein bisschen Kokosnuss, ein Hauch Kokosnuss. Der ist super lecker. Peacock Punch. Sehr guter, sehr leckerer Energy Drink. Holy hat auch gerade wieder zum neuen Jahr, zum Jahreswechsel, bis Anfang Januar, bis 6. Januar, glaube ich, ein paar coole Angebote. Die Hydration-Getränke gibt es jetzt gerade wieder reduziert im Pack. Lohnt sich auf jeden Fall da nochmal nachzubestellen, wenn ihr noch mehr davon haben wollt. Wie gesagt, denkt an die Codes. Da, benutzt sie für die erste Bestellung LSBR 5 Euro und für alle anderen Bestellungen LSBR 10%. Die Hydration-Dinger finde ich alle sehr lecker. Kiwi, Erdbeer, definitiv mit Abstand das Allergeilste. Müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Jetzt gehe ich nochmal runter, weil ich wollte gucken, ob man durch die eine Tür durch kann. Jetzt haben wir hier quasi aufgeschlossen. Tritt doch drauf, Harry! James und Sherry, so heißen die beiden für mich. Das ist die Geschichte von James und Harry. Oder so ähnlich, was? James und Cherry, Harry und Cherry, Harry und Sally. Verbandskasten nehme ich gerne mit. Pistolenmunition nehme ich auch sehr gerne mit. Sage ich nicht nein. Da hängt auch wieder jemand hinter dem Ventilator. Ein gewaltiger Ventilator dreht sich. Wenn ich unvorsichtig näher herangehe, ach so, werde ich vielleicht hineingesaugt. Das wäre ungut. Aber so schnell dreht er sich auch wieder nicht, oder Harry? Dass man da gleich reingesaugt wird. Ich kann es tatsächlich, glaube ich, nicht realistisch einschätzen, wie stark so ein großer Ventilator drehen würde, saugen würde. Also wie viel Sog da entstehen würde. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen beängstigend. Kann ich verstehen. Hier müsste doch noch... Ah, da ist die Tür. Da gucken wir noch rein. Betten? Da hängen geköpfte Teddybären mit Latzhosen an der Wand oder so. Und wir haben einen Gummiball. Nice. Den nehmen wir mit. Warum auch nicht? Gummibälle kann man immer brauchen. Jetzt hängen wir ein bisschen fest hier. Zack, weiter geht's. Uiuiui. Also das schlimmste Monster, das ich bis jetzt hier in dem Spiel getroffen habe, ist für mich tatsächlich noch die Steuerung. Auch wenn ich alle anderen schon noch ziemlich cool und gruselig finde. Aber ja, muss man sich einfach dran gewöhnen, ne? Und die Kamera. Ja, okay. Die beiden arbeiten halt Hand in Hand so ein bisschen gegen mich. Guck, wo schießt Harry hin? Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht.
Und jetzt bin ich tatsächlich tot deswegen. Ah, das ist ein bisschen frustrierend für mich gerade. Ja, ja. Aber man kann ja auch nicht aktiv zielen in irgendeiner Form, ne? Das üben wir jetzt ein bisschen. Das ist ganz gut. Ich speichere nochmal vor dem Raum und dann trainiere ich mit den beiden Hans-Maulwurfs da. Ach so, warte mal, da hier kriege ich den Flummi. Stimmt, den Raum habe ich ganz vergessen. Haben die Silent Hill Filme denselben Stellenwert wie Resident Evil Filme oder sind die beliebter? Die sind definitiv beliebter, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde sagen, der erste Silent Hill Film gehörte damals, als er rauskam, schon zu den besten Videospieladaptionen, die es überhaupt gab. Und der Nachfolger dann eher nicht mehr so. Ich würde sagen, der Nachfolger ist tatsächlich eher so auf einem Resident Evil Verfilmungsniveau, ne? Aber der erste ist toll. Ah! Das war ein bisschen lustig jetzt aber auch, dass der mir so in den Hintern gesprungen ist. Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich das hinkriege, dass ich auf die Monster ziele, auf die ich gern zielen würde. Ich möchte das jetzt mal wirklich ein bisschen trainieren hier. Gerade wenn mehrere Gegner da sind, gibt es da irgendeine Taste, die ich drücken kann, damit ich woanders hinziele, oder? Das ist echt schwer. Aber sonst macht ja keine Taste irgendwie was. Ha, wirklich. Fühlt sich für mich total unintuitiv und komisch an. Muss man wahrscheinlich wirklich einfach mal, ich würde es gerne mal verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Das hat bestimmt Regeln. Ich verstehe es aber nicht. Ah, wartet mal. Das war gerade gut. Achtung, ich muss noch mal kurz neu laden. Das ist jetzt gerade voll gut, die Stelle. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, weiß ich nicht genau. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, wenn ich mit dem Steuerkreuz links, rechts lenke, dann verändert er das Ziel so ein bisschen. Aber auch eher mehr oder weniger random, habe ich das Gefühl. Und nicht so... Guck, warum habe ich jetzt den... Na, wisst ihr, was ich meine? Warum habe ich jetzt den zweiten Maulwurf nicht getroffen, der hinter dem ersten Maulwurf war? Und wo hat Harry überhaupt hingeschossen, als der ins Bild gekommen ist? Muss ich wirklich die Waffe immer senken und neu heben? Das funktioniert nämlich auch nicht so gut. Okay, jetzt machen wir ernst. Jetzt ist Schluss mit Training. Ist schon gut. Aber ja. Guckt, was war das? Ich lade doch nochmal neu, weil das war jetzt voll unfair. Du kannst mit L2 die Kamera umdrehen. Holy shit. Das ist der beste Tipp ever. Dankeschön, Jules. Das ist schon mal sehr nett und sehr gut zu wissen. Das ist wirklich gut. Okay, okay, damit ist eins meiner größten Probleme hier schon mal gelöst. Ja, okay, es funktioniert auch nur ein bisschen limitiert, merke ich, aber immerhin, immerhin. Das ist schon mal gut. Ah, da tut sich die Kamera aber manchmal schwer, gerade wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, ne? komm schon, Kamera! Ah. Na gut, es ist jetzt nicht so super, also es ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp, aber es funktioniert jetzt leider auch nur so semi-gut, ne? Okay, so jetzt komm, jetzt mal ernsthaft. Der Silent Hill Training Simulator. Naja, aber das bisschen rumexperimentieren hat jetzt schon geholfen, ne?
Verdammt. Ich habe auch, glaube ich, schon rausgefunden, was ich ganz bizarr finde, dass Waffen automatisch nachgeladen werden, wenn ich sie einfach nur senke. Ne? Das ist schon auch interessant. Ich habe da eine theoretische Frage. Falls man sich Baldur's Gate 3 für eine Konsole kaufen wollen würde, eher Xbox oder PS5? Oh, das kann ich dir gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Welche Version habe ich denn gespielt? Ich habe es am PC gespielt. Insofern habe ich keine Ahnung. Da wir jetzt hier zu Hause eine Series S haben, würde ich eher sagen, dann eher für die PS5. Weil die Series S wahrscheinlich eher technisch halt ein bisschen nicht auf dem gleichen Niveau ist wie jetzt eine PlayStation 5. Auf der Xbox gibt es ja zum Beispiel auch keinen Koop-Modus, wenn das eine Kaufentscheidung beeinflusst. Ist das zum Beispiel eine Information? Ja, aber ansonsten keine Ahnung. Okay. Kein Rauschen. Aber sehr komische Geräusche. War hier der Klavierraum in der anderen Welt? Zufällig? Ist interessant. Im Twitch-Chat wird Xbox empfohlen. Im YouTube-Chat PlayStation. Huh. Interesting. Also rein hypothetisch ist es, glaube ich, relativ wurscht, nehme ich mal an. Ah! Schieß doch jetzt auf den Koala-Bären da. Nein, guck mal, was macht er? Und auf die haben wir auch geschossen, oder was? Das war mal... Munitionsverschwendung, sein Vater. Eieieiei. Ich verstehe natürlich, dass Konami aktuell ein Silent Hill 2 Remake macht, weil das einfach so ein bisschen der legendärste Teil ist. Ne? Das bringt denen am meisten Prestige und letztendlich wahrscheinlich auch am meisten Geld. Aber Silent Hill 1 würde so ein Remake schon gut tun, sage ich mal. Nein, jetzt steht der wieder auf. Oh Gott, ich komme so nicht klar. Ich komme so nicht klar mit gar nichts in dem Spiel. Kann ich die Kakerlaken eigentlich töten, ohne drauf zu schießen? Mit Kicks einfach? Nee, nicht wirklich, ne? Da muss ich immer ins Menü gehen, befürchte ich. Und eine Nahkampfwaffe in die Hand nehmen am besten. Oh Gott, ich bin schon wieder fast tot. Ich habe echt das Gefühl... Das wäre echt zu dumm für das Spiel. Guckt euch das an, ich kriege einfach gar nichts hin. Yes! Lebt die noch? James? Harry? Sherry? Shelly? So, kickt nochmal drauf, dankeschön. Aber... Wie schon gesagt, ne, ich finde die Atmosphäre und so wirklich ganz großartig. Das ist schon sehr gut. Ich müsste jetzt echt nochmal den zweiten spielen. Ich habe nämlich eigentlich das Gefühl, der zweite spielt sich viel besser als der erste. Kann das sein oder habe ich den zweiten nur irgendwie ein bisschen nostalgisch verblendet in Erinnerung? Schloss klemmt, okay. Ha, das mit der R-Taste funktioniert irgendwie auch nur so manchmal, ne? Okay, in der realen Welt oder in der hellen Welt war hier eine Katze drin. Ich habe ein bisschen Angst davor, was jetzt drin ist. Nix. Nichts.
Nichts, nur Dunkelheit. Okay. I guess that happened. Ein vornüber zusammengesunkener Körper. Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Na dann. Körper, du bleibst eh liegen, oder? Du hast eh kein Interesse aufzustehen. Das ist gut. Dankeschön. Gut. Okay, lass uns mal nochmal. Nee, die 2 ist definitiv besser in der Steuerung. Ja, okay. Ja, ja. Gut. Aber war da nicht schon in der hellen Welt irgendwie Blut und sowas drin? Zusätzlich zu einer Katze? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Abgeschlossen! Wie kommen wir denn dann jetzt in den Flur? Wir gehen wieder komplett außen rum und versuchen die Tür oben mal. Okay, let's go, James. Moment, aber die Bibliothek, an der sind wir noch nicht vorbei, ne? Nee, die Bibliothek ist das und wir. Ist ja alles gut. Aber da muss ich jetzt auf neue Gegner aufpassen. Weil wir haben wieder ein Schlüssel-Item erhalten, ne? Könnte sein, dass hier was Böses spawnt. Aha. Macht's gut, ihr Trottel. Nicht mit mir. Nicht heute. Gott. Gruselig. Ich habe das Gefühl, du guckst mehr in den YouTube-Chat als in den Twitch-Chat. Nee. Nee, wirklich nicht. Ich gucke immer in beide. Okay, ich bin schon wieder an einer Tür vorbei. Schauen wir mal. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich um jede Tür, die man nicht öffnen kann, dankbar bin, ehrlich gesagt. Weil es erwartet mich nichts Gutes da drin. Ersatzschlüssel. Okay, let's go. Auf in die Bibliothek. Ich speichere mal. Was war das gehört? Was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Ich höre unheimliche Geräusche hier. Okay, gehen wir in die Bibliothek. Ich glaube, da hat geklopft. Herein! Oh, ein Buch. Was haben wir denn hier? Als er das hörte, sagte er mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger, ich werde die Eidechse töten. Was für ein mutiger Jäger, der sich mit einer Eidechse anlegt. Mit L1 und R2 zusammen kann... Ah, 180 Grad Drehung, oh, das ist auch gut zu wissen. Okay. Aber als er mit seinem Gegner zusammentraf, schrak er zurück und sagte spöttisch, »Wer fürchtet ein Reptil?« Daraufhin zischte sie die wütende Eidechse, »Ich werde dich mit einem einzigen Biss verschlingen.« Dann griff die riesige Kreatur mit aufgerissenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend, schoss er in das weit aufkaffende Maul der Eidechse. Mühelos flog der Pfeil den schutzlosen Rachen durchbohrend und die Eidechse fiel tot zu Boden. Das ist aus einem alten Märchen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gelesen habe. Wer kennt's nicht? Der Pfeil- und Bogenmensch und der T-Rex heißt die Geschichte. Eine schöne Geschichte, mag ich auch.
speichere gerade wirklich ungelogen alle, jeden Raum im Grunde, weil ich gerade so nervös bin. Der nächste Bonus ist eine Überraschung, aber ich habe ihn schon entschieden. Ich habe es schon entschieden. Wir bleiben natürlich thematisch immer, also immer bei jedem Bonus im Bereich Resident Evil, Survival Horror, ne? Ich habe da ein paar ältere Sachen, ein paar Klassiker, ein paar Resident Evil Klone, ein paar neuere, modernere Survival Horror Spiele, die vielleicht auch mal was Neues versuchen. Da habe ich schön durchgemischt und da haben wir einen bunten Blumenstrauß. Und ich glaube, ich weiß schon, was der nächste Bonus ist. Ich habe mich da, glaube ich, schon entschieden. Aber ich glaube, ich lasse das eine Überraschung sein. Jedes Mal wieder, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir noch überlegen, was besser ist. Was wären euch lieber? Überraschung oder Wissen? Macht mal eins in den Chat, wenn ihr findet, Überraschung ist besser. Und zwei, wenn ihr findet, das wäre eigentlich schöner, wenn man es wissen würde, um welchen Bonus es sich handelt. Dann gehe ich jetzt mal aufs Dach, oder? Oh, dann gehen wir nicht aufs Dach. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Wissen, Überraschung. Ich bin auch eher für Überraschung. Überraschung ist schon, glaube ich, cool. Abstimmung wäre das Beste, wenn man selber Vorschläge einbringen könnte. Vielleicht machen wir das irgendwann mal in der Zukunft. Weißt du, ich habe eine prall gefüllte Liste mit Ideen. Und wenn die mal abgearbeitet ist, oder zumindest die Titel, auf die ich wirklich Bock habe, und dann nur noch Sachen draufstehen, wo ich mir denke, na, jetzt wird es so ein bisschen Secondhand-mäßig, ne? Dann kann man vielleicht auch wirklich Vorschläge von euch mit einbringen. Das halte ich durchaus für keine abwegige Idee. Warum nicht? Oh oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich speichere mal. Vorsichtshalber speichern. In Parasite Eve ist auf jeden Fall mit dabei, kann ich sagen. In Wirklichkeit, ne, wenn ich jetzt nicht jederzeit quicksaven könnte, würde ich schwör's euch, würde ich nach exakt jedem einzelnen Raum, und wenn er leer war, zurück in den Speicherraum laufen und speichern. Deswegen bin ich ganz froh. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich quicksaven kann. Ein Rohr. Ein Ablassventil, nichts Ungewöhnliches. Blut. Oh. Ah, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass man da wirklich was findet. Da ist ein Schlüssel. Knapp außer Reichweite. Ach, shit. Ich glaube, ich habe nix, oder? Nee, kann man nur equippen. Ich kann den Gummiball benutzen. Nee. Was steht denn da? Gummiball in grellem Rosa. Wie Kinder ihn haben. Mhm. Mit dem Gummiball kann ich gerade nichts anfangen. Da oben auf dem Dach ist ein Schlüssel. Okay, wartet mal. Das schreibe ich kurz in mein schlaues Büchlein hier, in mein Umbrella-Büchlein. Das ist eine Information, die wir vielleicht brauchen. Moment. Ich bin so voller Katzenhaare, ey. Dach. Schlüssel. Loch. Nicht erreichbar. Okay, gut. Damit wir das nicht vergessen. Klang aber schon ein bisschen böse, unsere Vorschläge quasi direkt als Secondhand zu bezeichnen. Nein, nicht eure Vorschläge, sondern meine Vorschläge sind dann irgendwann mal eher so die zweite Ware. Also das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe da halt ganz viele Titel aufgeschrieben und ganz viele davon, da auf die habe ich wirklich Bock. Ach, der Wealth ist anscheinend auch wichtig. Aber ich weiß jetzt schon, dass es ein paar gibt, wo ich mir irgendwann mal denken werde, so, ach ja, weiß ich jetzt nicht, muss jetzt gar nicht sein. Wisst ihr, was ich meine?
Das habe ich mit Secondhand gemeint. Oh, da hängen irgendwie Dingies. Okay, gucken wir mal auf die Karte, wo wir eventuell noch nicht waren. Overblood habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, nee. So. Kata. Ich war tatsächlich noch nicht in der Lobby und ich habe noch nicht versucht, in der Lobby rauszugehen. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Aber runter in den Keller kommt man jetzt gerade, glaube ich, nicht. Also zumindest wüsste ich gerade nicht, wie. Da ist irgendwie eine gestrichelte Linie. Ich weiß nicht mehr genau, was eine gestrichelte Linie bedeutet. Könnten wir noch mal hingucken. Ich gucke mal in die Lobby rein. Dann gehen wir jetzt noch mal ganz nach unten. Und dann in die Lobby und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie in den Keller kommen. Weil da oben ist irgendwie ein Ventil und so, ne? Ich denke mir die ganze Zeit, vielleicht muss ich im Boiler Room irgendwas machen, jetzt auch hier in der dunklen Welt, damit ich dann auf dem Dach, also im Keller irgendwas aktiviere, damit ich dann auf dem Dach irgendwas machen kann. Aber technisch gesehen, ohne das qualitativ bewerten zu wollen, sind ja eure Vorschläge quasi Secondhand. Per Definition, weil die kommen ja von euch und werden an mich weitergegeben. Also quasi wirklich aus zweiter Hand. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Rein per Wortdefinition. Oh. Ich höre Monster klingeln. Oh nein, ich bin in der Falle. Es sind nur Kakerlaken. Aber dass da neue Gegner sind, finde ich interessant. Verstehe ich aber gerade gar nicht, warum. Wo bin ich jetzt? Gut. Die 4 weiß ich gerade gar nicht. Ich kann gerade mit den Namen gar nichts anfangen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die nicht vielleicht sogar auf meiner Liste stehen könnten. Ah, nein. Der Arschzuzler hat wieder zugeschlagen, ey. Komische Maulwurfmonster. Ich mag euch nicht. Ich sag's, wie es ist. Ihr seid nicht meine Freunde. Und ihr seid unangenehm. Ich weiß, dass hier noch irgendwo ein Zweiter ist. Wahrscheinlich im Kreis, der mich gerade genauso wie ich... Ah! Das ist aber wichtig, ne? Ich glaube, ich muss während des Schießens und während des Zielens viel mehr... mich bewegen. Ich muss mich mehr nach hinten bewegen und so weiter. Muss ich mir angewöhnen. Ist halt in den klassischen Resident Evil so gar nicht der Fall. Wie sieht's an unserer Munitionsfront aus? Sehr gut. Wir haben sogar ein Plus an Munition zu verzeichnen seit dem letzten Mal, dass ich geguckt habe. Das ist doch schön. Rätsel auf dem Dach müsste schon lösbar sein. Aha. Schauen wir nochmal. Gucken wir dann nachher nochmal nach. Markierte Nachricht. Ich sehe es ja. Ein bisschen Geduld. Ich muss auch irgendwie noch zwischendurch Silent Hill spielen. Ich kann nicht immer in den Chat gucken. Eins nach dem anderen. Secondhand muss nicht schlecht sein. Nee, eben. Gar nicht. Aber ich meinte das jetzt auch wirklich eher als Scherz, weil so per Definition ergibt Sinn. Sogar. Aber das wollte ich nie gesagt haben über eure Vorschläge. Okay. Also, in der Lobby ist irgendwie tatsächlich nicht wirklich was außer zwei böse Maulwürfe, oder? Was sagt der Rollstuhl? Der Rollstuhl sagt Ampulle. Rollstuhl? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ampulle, Klammer N.
lindert Schmerzen und verbessert die körperliche Verfassung deutlich. Der Effekt hält eine Zeit lang an. Ach, schade. Ich dachte schon fast, das wäre so ein permanentes Upgrade oder sowas. Okay, gut. Aber es ist quasi einfach ein Heilmittel, das einem irgendwie für eine gewisse Zeit boostet. Okay, ich weiß nicht, ob es wert war, dafür jetzt extra hier reinzugehen, aber passt schon. Chat geht vor. Ich versuche, das zu balancen. Aber... Hallo, Juliano. Ach, guck mal. Da ist irgendwie eine Tür, ne? Die sieht nur irgendwie weird aus und ist abgeschlossen. Okay, keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir halt wieder hoch. Es ist ja zum Glück eh nicht so weit. Vorausgesetzt, wir treffen nicht auf neue Monster. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das Spiel ab und zu random Monster neu spawnt. Ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, warum die Kakerlake jetzt in dem Telefonzimmer gespawnt ist. Das macht für mich gerade keinen Sinn. Der Giga-Chat geht vor. Ja. Ach, verdammt, ich hasse das immer so. Das passiert mir aber auch in jedem Resident Evil, ne? Dass ich immer... den Inventarknopf und den Kartenknopf verwechsel. Die sind aber auch, wenn die wenigstens mal einheitlich wären. Aber jedes Spiel überlegt sich wieder ein neues Button-Mapping für die zwei Knöpfe. Ganz schlimm. Okay, das Dachrätsel müsste schon zu lösen sein. Dann gucken wir mal. Ja, der pinke Ball ist weird, ne? Der passt, der ist fast deswegen das Allergruseligste, weil der so über... Ach, ich kann... Oh Gott, sowas hasse ich aber auch ein bisschen, weil der so gar nicht in die Welt passt. Aber sowas hasse ich auch ein bisschen in Videospielen, dass ich was einmal anklicke und dann sagt mir, ja, keine Ahnung, bla bla bla. Und dann muss ich es nochmal anklicken, damit ich damit interagieren kann. Ah! Ich schieb's aufs Bier. Wassermarsch. Oh, oh, ich hoffe, der Schlüssel schwimmt. Ach so. Aha. Jaha, ich weiß schon, was los ist. Harry, pack den Quietschiball aus. Wir haben ein Loch zu stopfen. Nichts Besonderes, das sagst du. Für mich ist es was sehr Besonderes. Das ist nämlich ein Weihnachtsloch. Das wird mit einer wunderschönen Kugel geschmückt. Flip. Gummiball verwendet. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt. Schwimmt der Schlüssel dann wirklich? Kommt mir komisch vor, aber okay. Naja, hi das Knuddel. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Weihnachtszeit. Oder hast sie? Ich glaube, technisch gesehen, zumindest wenn es nach der katholischen Kirche geht, ist irgendwie voll bis Februar Weihnachten oder so, ne? Die sind da total crazy, was das angeht. Okay, das war noch nicht des Rätsels Lösung. Ich habe es mir schon gedacht, weil... Ah nein, der Abfluss ist in den Schlüssel hinuntergespült worden oder andersrum. Okay. Schlüssel im Abfluss. Jetzt sollte ich wahrscheinlich irgendwie nochmal runter in den Keller, oder? Der Schlüssel ist runtergespült. Ich könnte mich jetzt nicht an irgendwie ein Rohr erinnern oder so. Deswegen würde ich jetzt fast... Aber wie kommen wir in den Keller? Ich habe jetzt gar nichts an Schlüssel-Items oder so. Vielleicht ist jetzt einfach die Tür offen. Ich stehe genau hier. Jetzt wartet mal. Ein Stockwerk unter mir ist der Flur.
Also wenn es direkt nach unten durchgespült worden wäre, aber das macht ja gar keinen Sinn. Eigentlich. Aber warum sollte es in dem Boiler Room? Das macht auch nicht wirklich Sinn. Bis 6. Januar. Ach so, nur? Tatsächlich? Wann ist denn drei Heilige Könige? Ich dachte, bis da ist Weihnachten. Das will ich jetzt schnell wissen. Das Knuddel, hey, vielen Dank. Wie geht es Link? Vielen Dank für die Bits. Link geht's aktuell gerade wieder sehr gut. Der ist noch sehr auf Antibiotika und Schmerzmittel. Ne? Da muss man jetzt mal gucken, wie es dann nächste Woche ist, wenn er da runter ist. Aber aktuell ist er wie normal. Das passt alles. Okay, wie lange ist Weihnachten im katholischen Glauben? Ich glaube, ich hätte es viel einfacher formuliert. Wann beginnt, wann endet die Weihnachtszeit? Deutschlandfunk Kultur. Weihnachten dauert 13 Tage lang. Plus 5 Tage. Hä? 5 Tage nach dem Neujahrestag. Aha, okay. Ist da drei Heilige Könige? Ich kenne mich mit so Feiertagen überhaupt nicht aus. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Genau, das ist der 6. Januar. Ha, ich dachte wirklich, das geht sogar bis Februar. 6. Januar finde ich gar nicht so wild. Das geht noch. Ja, hallo. Hallo, Kater. Hallo, anderer Kater. Okay. Au. Ah. Ich werd in real life von einer schrecklichen Bestie attackiert, die mir ihre Krallen in die Schulter jagt. Womit habe ich das verdient, Linky? Genny? Was habe ich dir jemals getan? Okay, jetzt wäre ich quasi direkt unter dem Loch, dem Spüleloch. Au, ohne Scheiß. Hörst du jetzt bitte auf? Meine Güte. Sonst ist er nicht so. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Ich weiß nicht, was er gerade hat. Er will sehr dringend meine Aufmerksamkeit, glaube ich. Er zieht an meinem T-Shirt quasi. Es ist ein bisschen lustig fast irgendwie. Ja, ne, wirklich der Arme. Ich muss mich nach dem Stream echt wieder um ihn kümmern. Meine Schwester ist mit dem Hund da und da, er hat sich mittlerweile dran gewöhnt, aber er meidet das Wohnzimmer und ist jetzt schon irgendwie die meiste Zeit oben im Arbeitszimmer und wartet da immer, bis ich zum Arbeiten komme. Wahrscheinlich ist er ein bisschen einsam. Also, ich habe noch eine Theorie, wo es sein könnte. Und zwar im Chemielabor. Weil da Waschbecken sind. Es ist ein Stretch und so, ich weiß, aber ich habe gerade keine andere Idee. Und das Chemielabor wäre da jetzt hoch. Ach so, aber da komme ich gar nicht rein. Ach so, ich komme gar nicht ins Chemielabor. Dann. Gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp, wo der Schlüssel ist, damit wir nicht so lange suchen müssen. Wahrscheinlich mal zu spät gefüttert. Es ist schon langsam Zeit, ja, aber dafür bin ich heute nicht zuständig fürs Füttern, wenn ich streame, fürs Abendessen. Ne, du. Aha, tatsächlich hätte ich, ohne Witz jetzt, ohne Scheiß, ich verarsche euch nicht, tatsächlich hätte ich jetzt... wäre der offene Platz mit dem Pentagramm einer der nächsten Orte gewesen, wo ich nachschaue. Da gucke ich jetzt auch. Ich muss mal gucken, wie ich in der Anderswelt da am besten hinkomme. Geht eh so gut. Die Musik hier draußen macht mich so fertig. Ah,
Hier ist eine Regenrinne nämlich. Ist das eine Regenrinne oder ist da einfach so ein bisschen Bad, weil das Wasser direkt runterläuft? Ich weiß es nicht, aber gut. Okay. Okay, wir haben jetzt für irgendwelche Klassenzimmer einen Schlüssel gefunden. Wo waren denn mal Klassenzimmer versperrt? Ah, hier drüben. Aha. Hi, Urs. Ja. Okay, wir gehen jetzt einfach einmal die Treppe hoch und dann... Okay. Es ist echt crazy. Normalerweise in den meisten Survival-Horror-Spielen, weil ich sehr offensiv spiele, ist es immer so, dass mir die Munition total knapp wird. Oh Gott. Aber dafür habe ich immer extrem viel Heilung dabei. Und hier ist es gerade tatsächlich genau andersrum. Jetzt kick ihn doch bitte. Ach, dammit. Das zeigt mir, dass ich wahrscheinlich auf dem richtigen Weg bin. Oder es spawnen wirklich manchmal zufällig Gegner. Das Buch mit der Echse ist wichtig. Ich hab den Saddle-Hint mitbekommen beim Buch. Ich hab's verstanden, was mir das Buch sagen will. Ich kenne ja natürlich auch so grob zumindest die Kreaturen und die Monster aus dem Spiel. Ich bin ja nicht komplett ein unbeschriebenes Blatt, was Silent Hill angeht, auch vom ersten Teil nicht. Und als ich das mit der großen Echse und dem Mund, in dem er schießen, in den der Pfeil geschossen wird, gelesen habe, habe ich eins und eins zusammengezählt. Kater randaliert gerade. Jetzt werden härtere Methoden hier angewandt. Nachdem Krallen in die Schulter jagen nicht gereicht hat, wird jetzt hier irgendwie meine Technik angegriffen. Ich frage mich, wie weit das heute noch eskaliert. Ich bin gespannt. Katzen halt, ne? Harry, wir sind ganz schön in der Bredouille und ich komme hier nicht raus. Oh Gott. Ich guck gleich nach, was passiert ist. Ich habe nur die Melodie gehört. Ich sag schon mal Danke dafür. Für was auch immer. Okay. Huh, das Knuddel! Yay! Vielen, vielen Dank für die super vielen, super netten Subgifts. Dankeschön. Wir sind noch 9 Subs vom nächsten Bonusziel entfernt. Silent Hill 1 wird uns bestimmt jetzt noch ein paar bisschen begleiten. So schnell werden wir es nicht durchspielen, aber ja. Der Weg zum nächsten Bonusspiel ist nicht mehr weit. Dankeschön. 30er Zone ist jetzt ein Bird Rider. Wirklich sehr nett, vielen Dank. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte mal kurz meine Energie anschauen. Harry hält aber auch nichts aus, ne? Der ist auch einfach eine Lusche. Ich meine, jetzt kann man sagen, der ist auch ein ganz normaler Regular Dude und kein Super Military Guy wie andere Videospielhelden. Aber wenn man sich anguckt, was Ethan im Vergleich alles einsteckt, ne? Aber Ethan ist ja auch ein Schimmelmonster. Muss man auch sagen. Fairerweise. So. Warum haben wir jetzt den Schlüssel für dieses Klassenzimmer erhalten? Hier ist nichts. Oh Gott, außer ein Gegner, der noch lebt. Oh Gott. Ich hab's Radio nicht. Ich hab dem nicht genug Beachtung geschenkt. Ja, dann gehe ich mal durch die andere Tür raus, ne? Ach so. Wahrscheinlich ist die Tür, ja. Oh. Ah, und so kommen wir jetzt auch in den Keller. Jetzt macht alles Sinn. Dankeschön.
Jetzt verstehe ich das. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau. Ich weiß schon, dass mir das Buch im Grunde beschreibt, wie ich den nächsten Boss bekämpfen soll. Das habe ich soweit begriffen. Okay, dann gehen wir jetzt in den Keller. Ich habe gehört, da ist es duster und da wohnt ein armer Schuster. Der hat kein Licht, da scheint die liebe Sonne nicht. Aber gucken wir mal. Kennt ihr das? Wenn man das Kinderlied nicht kennt, ist das super weird, ne? Aber macht ja nichts. Cringe ist hier. Cringe steht hier bei mir auf der Tagesordnung. Okay. Gucken wir mal in den Storage Room. Ich hoffe, hier werden keine bösen Monster gelagert. Nein, hier wird ja wunderschöne Sachen werden hier gelagert. Nice. Hey, was wäre denn eigentlich? Funktioniert Silent Hill eigentlich nur mit absolut crazy, verrückten, Albtraum, bösen, sünden Menschen? Oder würde Silent Hill auch in die andere Richtung funktionieren? Und wenn man einfach irgendwie so einen komplett mit sich im Reinen seienden, tollen, guten Menschen nimmt und den nach Silent Hill schickt, würde dann Silent Hill zum absoluten Utopia werden und wäre das der schönste und beste und netteste und kuscheligste Ort auf der ganzen Welt. Es wäre ein Versuch wert. Ich meine, andererseits wäre es nur für die Person dann so wahrscheinlich. Wobei, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Teile nicht direkt zusammenhängen, weil da widerspricht sich Silent Hill selber ein bisschen. Manchmal ist es nur die eigene Psyche, die von der Stadt wiedergespiegelt wird. Und je nachdem, jeder hat auch seine eigene Realität in der Stadt. Und manchmal, wie hier im ersten Teil scheinbar auch, betreten wir ja quasi die Projektion einer anderen Figur, die nicht unsere ist. Okay, das Ventil nach links drehen, das Ventil nach rechts drehen. Ich drehe es einfach mal nach rechts und dann gucken wir, was passiert. Es wäre eine normale Stadt. Das so wird es zumindest im zweiten Teil mit dem kleinen Mädchen dargestellt, ne? Das stimmt. So ein Mensch würde Silent Hill nicht finden. Ja, auch eine schöne Theorie, dass der da gar nicht hinkommen würde. Solche Menschen gibt's nicht. Ach, ich glaub schon. Das Ventil nach rechts drehen. Ich glaube, das Problem ist, dass Silent Hill ja scheinbar auch über Albträume funktioniert. Das heißt, selbst wenn Mensch nichts verbrochen hat und keine dunklen Gedanken hat, ne, und nichts aus ihm selbst irgendwie so die Stadt einem vorwerfen kann, irgendwelche Ängste, irgendwas Dunkles, ja, wird die Stadt finden. Wahrscheinlich. Okay. Mit dem Ventil drehe ich auf jeden Fall schon mal beide Stängel. Was passiert, wenn ich hier drehe? Dann drehe ich auch beide? Hä? Ich verstehe nicht, was der Unterschied ist. Ach so, warte mal. Nee, warte mal, das macht auch keinen Sinn. Jetzt warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Das rechte dreht sich eine Vierteldrehung und das linke und das rechte dreht sich immer gleich eine halbe Drehung. Alles klar. Und hier ist es genau andersrum. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Jetzt passt mal auf. Ich drehe jetzt mal. Im Grunde, ja, okay. Im Grunde ist das nicht so schwer, glaube ich. Das hätte ich, glaube ich, nicht sagen sollen. Jetzt werde ich es nie schaffen. Immer die Seite, auf der ich stehe, dreht sich doppelt. Die andere dreht sich einfach. Jetzt wartet mal. Jetzt drehe ich nochmal hier.
jetzt muss ich beide dreimal drehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal nach links drehe und jetzt mit dem anderen Rad nochmal nach links drehe, sollte, wenn ich alles richtig verstanden habe und so, das Rätsel gelöst sein. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht, Rätsel. Enttäusch mich nicht, Hirn. Komm schon, Brain. Ja! Brain hat es wieder mal geschafft. Gut gemacht, Hirn. Ich bin stolz auf dich. Speichern! Huh. Die Schrotflinten-Muni ist von Barbie hergestellt worden, weil sie pink ist. Und der Ball auch. Und so schließt sich der Kreis. Jetzt macht alles Sinn. Mach dir mal Tee zu alt für. Mach das. Ich glaube, gute Menschen sehen Silent Hill einfach normal. Ein schöner Ort würde es wohl nicht sein. Hm. Oh Gott, ein Aufzug nach unten. Ich weiß nicht, ob ich noch tiefer runter will. Keller sind sowieso gruselig. Und dann bist du in einer Albtraumversion eines Gebäudes und gehst in den Keller und dann findest du da einen Aufzug im Keller vom Keller. Versteht ihr? Das macht keinen Spaß. Ich speichere mal nochmal. Okay. That escalated quickly. Wir sind beim Boss. Ich habe ganz ehrlich gedacht, wir müssen nochmal aufs Dach und auf dem Dach nochmal irgendwas machen, dass wir zum Boss kommen. Aber nein, der Boss ist schon hier. Ich habe keine Landkarte von diesem Ort. Okay. Dann haben wir aber eine Schrotflinte von diesem Ort und wir haben unsere Barbie-Kugeln. 24 Stück. Ich glaube, wir sind tot. Ah, that escalated quickly. Puh, der war schnell. Okay, machen wir nochmal. Ach so, shit. Okay, wartet. Ich speichere jetzt an der Stelle. Point of no return. Jetzt müssen wir ihn schaffen. Ich kann nicht noch weiter zurückladen. Drin, bitte. Oh, das Ding ist schnell. Wow, ich muss echt erstmal die Strategie lernen hier. Aber ins Maul schießen ist nicht verkehrt, auf jeden Fall. Hello Kitty Munition, ja, das trifft's auch gut, das stimmt. Hey, nicht schubsen. Oh, das ist aber ein bisschen schwer, den tatsächlich ins Maul zu schießen, ne? Nein, ist er schon tot. Lächerlich. Lächerlich. 3-1 für die Eidechse. Na gut, okay. Sieht in Silent Hill nicht alles so ein bisschen aus wie ein Penis oder eine Vagina oder irgendwie was Sexualisiertes, oder? Okay, gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Der ist jetzt wirklich ziemlich plötzlich gestorben, muss ich sagen. Wir sind einfach wieder im Boiler Room, Harry. Ich muss dich enttäuschen, aber... Schlüssel mit der Aufschrift K. Gordon. K. Gordon. Commissioner Gordon. Da, 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 da.
Ist das die Origin Story von Batman, wie sie noch nie zuvor erzählt wurde? Mir ist gestern oder vorgestern zum ersten Mal klar geworden, dass Wayne, das muss ich mal kurz googeln, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Wartet mal kurz. Warten wir kurz die Cutscene ab. Moment. Dann erzähle ich euch was. Meine Erkenntnis des Jahres über Bruce Wayne. Oh Gott, jetzt müssen wir zur Kirche. Kirchen sind immer gruselig. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie Bruce Wayne genau geschrieben wird. Und dann schaue ich mal, ob meine Erkenntnis überhaupt eine Erkenntnis ist oder Bullshit. Vielleicht war das gestern nur eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Vielleicht stimmt's auch einfach nicht, ne? Aber jetzt passt auf, die Idee war nämlich, dass Wayne, das englische Wort Wayne, so ein bisschen was bedeutet wie, ich kann es eben nicht so genau sagen, so weltfremd, egozentrisch oder sowas, ne? Aber ich wüsste nicht, wie man das schreibt, was ich meine. Bruce Wayne schreibt man ein bisschen anders. Aber es wird ja, oder hier, ah ja, guck mal, Wayne. ein bisschen anders geschrieben, könnte großartig bedeuten. Naja, auf jeden Fall bin ich gestern zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass der Nachname von Bruce Wayne quasi ja im Englischen eine Bedeutung haben könnte, wie viele Comicfiguren ja auch immer so einen Namen haben, der was über deren Charakter und so weiter aussagt. Und zumindest die Kulisse von Bruce Wayne soll ja so ein bisschen so wirken, ne? Und insofern, ja, aber ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Vielleicht war das alles eine Schnapsidee. Egal, reden wir nicht mehr drüber. Spielen wir weiter. Ich habe nichts gesagt. Harry Wayne, wir müssen irgendwie in die Kirche. Ach. Hey, aber sind wir jetzt noch mal in der dritten Version der Schule eigentlich? Oder war die vorher schon so schön? Die kam mir nämlich bei unserem ersten Besuch auch schon dunkler vor wie die Version. Aber vielleicht bilde ich es mir ein. Ne? Wahrscheinlich bilde ich es mir ein. Es ist abgeschlossen. Come on, Spiel. Lass mich doch einfach gehen. Lass mich doch einfach gehen, Kirche. Moment mal, wie komme ich denn hier wirklich wieder raus? Wir sind ja eingesperrt. Muss ich jetzt echt nochmal? Naja, anscheinend. Dann let's go. Moment mal. Ich sollte außerdem vielleicht auch jetzt speichern. Ist wieder die normale Version, okay. Das große Pixelkino mit dem Landsquid. Ich habe über Weihnachten den zweiten Teil nochmal durchgezockt, mein Weihnachtsgame. Sehr, ja, ist auch ein cooles Weihnachtsgame, kann ich verstehen. Veganer. Und hi übrigens, schön, dass du da bist. Harry Mansion ist der Name. Ich weiß schon, das war ein Scherz wegen Bruce Wayne gerade. Deswegen habe ich ihn Harry Wayne genannt, weil wir doch die Origin-Story von Batman spielen. Ah, Gags sind immer gut, wenn man sie erklären muss. Das ist ein gutes Zeichen. Nein, es ist alles verschlossen, Harry. Wir müssen hier in der Schule verhungern. Könntest du, wenn Fallout London da ist, ein Lorecore machen?
Oh, hatte ich jetzt nicht vor, ehrlich gesagt. Weil es ja auch ein Fanspiel ist. Ich meine, das, ne, klar, schließt ja nicht unbedingt aus, dass man nicht auch die Lore sich angucken könnte. Was ich mir Fallout-technisch von der Lore her definitiv anschauen werde, ist die Fallout-Serie. Auf die bin ich sehr gespannt, erstens. Zweitens, denke ich, dass es da eventuell wieder Probleme geben könnte, die wir uns ganz genau anschauen und entschlüsseln werden. Sag mal, ich weiß nicht, was das Spiel von mir möchte. Lass mich doch jetzt bitte einfach hier raus, um Himmels Willen. Was ist denn los jetzt? Ich will doch einfach nur gehen, bitte. Weißt du, jetzt habe ich den ersten Boss besiegt und Silent Hill ist immer noch... Silent Hill ist immer noch Silent Hill, ne? Lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich werde jetzt einfach mal alle Türen testen. YOLO und so. Hilft ja eh nichts. Das Schloss klemmt, von da sind wir gekommen. Da hinten ist wahrscheinlich nichts. Ja, dann gehen wir systematisch alle Türen auf. Wahrscheinlich gibt es jetzt gerade nur einen Weg und das Spiel will uns da auf jeden Fall hinführen. Also los geht's. Was? Hä? Ich war doch bei der Tür, oder? Naja, wie dem auch sei. Scheiß drauf. Ich meine, technisch gesehen haben wir natürlich uns auch schon Fallout-Spiele angeguckt, die nicht oder nicht mehr Teil des offiziellen Kanons sind, das stimmt. Aber die waren halt trotzdem so offizieller Teil, ne, des Ganzen. Eigentlich. Irgendwann mal. Hä, jetzt muss ich nochmal gucken. Mir hat's doch gerade gesagt, dass die Tür verschlossen ist. Nee, habe ich die entriegelt? Ich habe wieder den Text nicht gelesen. Ja, es ist nicht mehr abgeschlossen. Nicht. Es ist nicht. Warum steht da? Warum steht da? Es ist nicht abgeschlossen. Dann mach halt einfach die Tür auf, wenn sie nicht abgeschlossen ist. Warum sagt mir das Spiel, dass es nicht abgeschlossen ist? Danke für die Information. Aber wenn da irgendwas steht, wenn ich eine Tür anklicke, gehe ich halt davon aus, dass es abgeschlossen ist. Ach Gott. Um Himmels Willen. Silent Hill. Du machst mich fertig. Okay, die Notiz auf jeden Fall, dass auf dem Dach ein Schlüssel im Gulli ist, die brauchen wir schon mal nicht mehr. Das haben wir geschafft. Und jetzt versuchen wir in die Kirche zu kommen. Es sieht so leicht aus, ne? Aber wetten, es wird nicht so leicht. Ich laufe jetzt einfach mal die untere, die Bradbury-Straße entlang und dann schauen wir mal, ob wir dazu hochkommen. Ich wette nicht, aber schauen wir mal. Hi, Resi Gamer. Hallo. Rage. Es ist so ruhig hier. Schön. Ich glaube, ich fände es wirklich cooler, wenn in der Stadt Silent Hill keine Monster unterwegs wären, irgendwie. Ich glaube, das hätte was. Ich glaube, da wird die Stimmung besser wirken. Aber ich kann auch verstehen, dass es vielleicht auch ein bisschen langweilig oder nervig, oder, naja, nervig weiß ich nicht, aber vielleicht wirklich ein bisschen langweilig sein kann, oder zumindest hat das Entwicklungsteam vielleicht gedacht, wenn man zu lange im Grunde nichts zu tun hat und einfach nur durch die Gegend irrt. Aber machen es Monster besser, jetzt mal ehrlich? Eigentlich nicht, ne? Ich gehe mal tatsächlich in die Gasse rein. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Ah ja, guck, Monster. Aha, das war eine interessante Kameraeinstellung. Immer diese Flughunde. So, wo bin ich jetzt? In einem Haus. Ah ja, wahrscheinlich muss ich jeder lang, ne? Ah, ich habe den Schlüssel von Kate Gordon verwendet. Nein, bin ich jetzt tatsächlich einfach nur komplett aus Glück richtig gelaufen? Aber ist das nicht das Haus, wo wir schon waren? Aber, keine Ahnung.
Ich habe keinen Orientierungssinn und keine Erinnerung. Aber es sieht schon sehr aus wie das Haus, in dem wir schon waren. Ich würde sagen, wir speichern. Drei, sechs, acht. Dass da keine Nullen sind, ne? Ist auch komisch. Schloss klemmt. Irgendwann eröffne ich noch mal eine Firma, eine Schlosserfirma und gehe nach Silent Hill. Instant Reichtum. Andererseits, wer soll uns engagieren, die ganzen Türen dann zu reparieren, ne? Gibt's doch einen Haken in meinem Plan, aber gut. Okay, gucken wir einfach mal. Harry, einfach runter mal. Gehen wir unten die Hauptstraße entlang, dann sehen wir schon. Ja, aber du bist jetzt in einer anderen Version von Silent Hill. Bin ich das wirklich oder hat die sich nur ein bisschen verändert, die Stadt? Weil meine Kartenmarkierungen aus meinem vorherigen Besuch in Silent Hill, die sind immer noch aktuell. Insofern glaube ich nicht, dass wir jetzt wieder in einer ganz anderen Version sind. Aber das ist jetzt hier Definitionssache, ne? Oder so Kleinzeugs. Aber ne, sonst glaube ich, wären oben meine Markierungen nicht mehr die gleichen. Ich hatte ja auch für die Albtraumversion von der Schule eine ganz eigene Karte. Halt, da ist Munition. Die nehme ich schon mit, auch wenn wir schon wieder von einem Weihnachtsengel verfolgt werden. Ich bringe euch Frieden. Okay, komm. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Kirche. Gleich kommst du, oder? Ah, bitte kein Abgrund. Es sieht gut aus. Wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Was bei einer Kirche nicht so schwer sein sollte. Yay! Puh, schön. Ich habe gerade eine Cutscene übersprungen. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich wollte pausieren. Ich wollte nur auf Pause drücken. Deswegen in modernen Spielen, ne, muss man draufbleiben, um Cutscenes zu überspringen. Das ist schon eine gute Entscheidung gewesen. Genau, das ist meine Sicherheitskopie, die wir hier gerade spielen. Schon beeindruckend, wie die damals geschafft haben, das Open World umzusetzen, diese Open World umzusetzen. Ich finde es auch cool. Und ich mag das zum Beispiel auch total gern, dass auch The Evil Within 2 versucht hat, so eine Horror-Open-Welt zu erschaffen. Das hat ja für viele nicht funktioniert und viele mochten das eben gerade nicht. Aber ich mochte das total gerne, weil jedes Haus war quasi so eine Überraschungsbox. Ne? Man wusste nie, was passiert. Und ab und zu waren es einfach nur kleine Kämpfe. Aber die haben sich für manche Gebäude in The Evil Within 2 schöne Sachen überlegt. Ich mochte das ganz gerne. Ich werde jetzt was machen. Wartet mal. Weil die übersprungene Cutscene würde ich tatsächlich einfach auch gerne sehen, auch storytechnisch. Nee, neu laden nicht. Wir suchen jetzt die Cutscene. Und schauen die uns einfach an. Barilla Albronzo. Barilla Albronzo. Wir müssen nur schnell die Werbung überspringen. Und die richtige Stelle finden. Da sind wir noch ganz am Anfang. Schule. Bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, da sind wir schon zu weit. Aha, warte. Nicht schlecht. So, wartet mal. Jetzt brauchen wir schnell noch
Die Screenquelle? Okay, jetzt gucken wir mal, ne? Holen wir die Cutscenes einfach nach. Hey, John Wick, wie geht's? Laut Fallout Wiki liegt die Vault 33 in der Nähe des Santa Monica Beach. Ach so, aber in der Serie nicht, ne? Ja, es gibt die, ich sehe jetzt schon, dass die Serie Probleme macht. Leider. Lore-technisch. Und teilweise vielleicht auch wirklich mit so Kleinigkeiten, die absolut unnötig sind und wo man einfach das Gefühl hat, da hat sich jemand nicht wirklich beschäftigt mit der Lore. Und das ärgert mich immer ganz besonders, ne? Wenn man sagt, man verändert Kleinigkeiten, weil man eine Geschichte erzählen muss und die funktioniert sonst nicht, ist das eine Sache. Aber wenn man einfach nur irgendwelche Namen oder sowas verändert oder falsch benutzt oder so, dann ist das immer, das fühlt sich dann einfach so an wie, mich interessiert das Source Material eigentlich null. Scheiß drauf. Und das ist dann sehr ärgerlich. Also der Peacock Punch, das neue Energy-Ding von Holy, ist wirklich sehr lecker. Sehr silvesterig oder so, neujahrlich. Es schmeckt nach 2024. Haben wir... Ist da kein Sound? Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Okay, dann dürften alle Fragen geklärt sein. Gut, dass wir es nochmal uns angeguckt haben. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wie es weitergeht. Hey, 5 Minuten Pinkelpause. Ich bin sofort wieder da. Hallöchen. Popöchen. Weiter geht's. Der Soundtrack ist überhaupt cool von Silent Hill. Man muss ja auch, ne, man muss das immer auch ein bisschen im Rahmen seiner Zeit betrachten. Und 99 waren halt Videospiele teilweise noch so Garagenband-Projekte, ne? So ein bisschen. Da haben sich manchmal noch relativ kleine Teams hingesetzt und irgendwie mit relativ kleinen Publishern relativ kleine Projekte gemacht. Alles damals war Indie im Grunde oder zumindest sehr viel und da ist es nicht selbstverständlich, dass Musik irgendwie stimmungsvoll ist, dass Musik gut abgemischt ist, dass Musik gut auch als Background-Hintergrund funktioniert und so weiter. Das wusste man damals alles noch nicht. Das war wirklich noch sehr viel Trial and Error, gerade auch so in frühen 3D-Spielen und so. Es war ja alles noch wirklich Neuland und da macht das Silent Hill schon, macht schon vieles sehr gut. Ich meine, gut, 98 ist jetzt auch nicht 95. Die Zeit verging damals rasend schnell, was Weiterentwicklung anging. Das war eine total
total spannende Zeit, weil sich jährlich wirklich so viel getan hat wie heute im Jahrzehnt oder sowas. Aber trotzdem, da gab's schon noch, da war schon noch viel Spielraum für Experimente und ja, Fehler und Innovation. Und insofern, ja, die Oma ist nicht sehr vertrauensvoll, das stimmt. Aber sie praktiziert die Chiromancy, die Gyromanie oder so. Und ich glaube, das heißt, dass sie Beyblade spielt. Ich denke, es geht um Beyblade. Insofern ist das schon okay. Ich vernichte jetzt mal die übrigen Weihnachtsbierreste noch, weil es hilft ja nichts, Leute, es hilft ja nichts. Irgendwie muss das Zeug vernichtet werden. Das stimmt, damals war fast jedes Spiel ein Meilenstein. Also, es gab schon auch immer sehr viel Klone und sehr viel Trash zwischendrin. Aber damals war definitiv noch sehr viel Raum für. Es ist schwer zu sagen. Ich wollte gerade sagen, es war leichter, einen Meilenstein zu machen, aber das stimmt ja auch nicht. Aber es gab noch so viel unerforschte Räume, ne? Und so viel Möglichkeiten, wo man sich noch hat Gedanken machen können und so. Es war noch so viel unentdecktes Land und da kann man leichter Entdeckungen machen natürlich, ne? So ungefähr. Ich auch. Hast du eins zu Hause? Weil dann tu dir keinen Zwang an. Prost, auch wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Okay. Harry, ich glaube, die Kirche war leider nur ein Red Harry-ing. Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Ein Flauros. Sieht eigentlich aus. Oh, das ist das Triforce. Aber es ist eine Pyramide aus Triforcen. Wow. Crazy. Dann ist es noch mächtiger wahrscheinlich als das Triforce. So, den Zugbrückenschlüssel. Okay. Ist das da auch noch was? Nee, das ist Mikrofon oder ein Kerzenständer wahrscheinlich. Da ist ein Bild an der Wand. Nichts Besonderes. Tonikum. Sehr gut. Das Spiel ist wieder gezoomt. Du hast absolut recht. Aber diesmal verstehe ich ehrlich gesagt nicht mal genau, warum. Ach so, doch, ich verstehe es. Weil ich wieder doof bin, deswegen. Tada! Es hat sich entzoomt. Danke fürs Bescheid sagen, so frühzeitig. Bild an der Wand, nichts Besonderes. Aber die Kameraperspektive finde ich gerade gut. Da sehen wir nämlich, ob da interessante Sachen in den Bänken liegen. Ach, guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Speicherzettel. Hier wirft das Spiel aber gerade mit Speicherzettel um sich, ne? Okay, gut. Es ist ein Sith-Holocron. Ja. Das fühle ich vom Aussehen her. Aber die Holocrons sind eher Würfel, glaube ich, ne? Oder? Ich bin auch nicht so deep in der Star Wars Lore, in der Expanded Star Wars Lore drin. Das ist ein Kerzenständer. Nichts Besonderes. Okay, Harry. Gucken wir mal schnell auf die Karte. Also. Wo ist das Krankenhaus? Hier ist die Kirche. Man kann ja ein bisschen was lesen. Aber nicht wirklich. Queen Burger. Okay. Wo es Burger gibt, wissen wir schon mal. Ich glaube, wenn ich das richtig entziffere, ist hier ein Liquor Store. Also Schnaps können wir uns holen. Wir können uns schon mal Schnaps und Burger kaufen. Okay. Das ist schon mal gut. Und Tankstelle. Wir haben Zugbrückenschlüssel gefunden. Ich gehe mal auf die Brücke. Vielleicht hat es irgendwas mit der Brücke zu tun. Die von den Jedi sind Würfel und die von den Sith Pyramiden, oder wie? Hm.
Gefühlt machen die auch immer mehr Remakes, als dass die was Neues machen. Ja. Ist ja auch so. Dann ist es ein Sepulonikron. Das klingt irgendwie cool. Aber das klingt eher wie das Necronomicon, ne? Wenn ich mal ein Buch schreibe über die dunklen Gestalten der Welt, dann nenne ich das Sepulonikron. Holocrons gibt es in mehreren Formen, okay. Damals hatte Nintendo auch die Regel, dass nur 20 Spiele pro Publisher erscheinen, damit mehr Qualität und Zeit in den Spielen ist. Hi, der Dürre. Nintendo hat ja da damals wirklich mit dem Seal of Quality, das die da hatten, ne, die Videospielbranche ganz schön gerettet, weil es eben so viel Shuffleware gab und so viel Crap und Klone. Aber das war ja nochmal ein Jahrzehnt vorher. Das war nochmal eine ganz andere Zeit nochmal. Aber ja. Queen Burger ist garantiert das Burger King von Silent Hill. Ja, ich habe gerade die Verbindung gar nicht gezogen, aber du hast recht. Eine Burger King und Queen Burger. Ah. Ja. Okay. Gut. Ich finde auch. Also, ja, ich sehe das total so, dass viele Firmen relativ einfallslos sind und mit ihren Remakes eher so ein bisschen Lizenzen ausschlachten, ne? Und irgendwie nochmal hier easy money machen wollen. Und die Spiele profitieren überhaupt nicht von ihren Remakes und so weiter und so fort. Aber was zum Beispiel Capcom macht, finde ich gerade ganz großartig. Weil die machen ja tatsächlich komplett neue Spiele. Das ist ja wirklich so, dass die nicht irgendwie hier möglichst billig, was wir irgendwie neu aufsetzen und ein hässliches HD-Remake machen, das dann auch noch irgendwie schlechter synchronisiert ist oder sowas in der Art, sondern die geben sich ja wirklich Mühe und interpretieren die Dinger neu und dann hat man eben quasi so ein bisschen sowohl die Originalerfahrungen, die erhalten bleiben als ziemlich coole Sachen, als auch was Neues, das darauf aufbaut oder davon inspiriert ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Also das würde ich wirklich überhaupt nicht kritisieren. Okay, Resident Evil 3 mal rausgenommen. Da hätten sie vielleicht ein bisschen, ne? Aber okay. Gut. So, guckt euch das mal an. Karte des Einkaufsviertels mitnehmen. Bam. Gleich nochmal speichern. Also Spiel löst einen hier schon. Also hier werfen die echt mit Speicherpunkten um sich gerade. Okay. Ist ja sonst noch was? Das Grüne da? Nee, aber da ist noch ein Tonikum, oder? Jawohl. Dankeschön. Ein Schlüsselloch auf der Bedientafel. Na, wenn da mal nicht das Necronomicon reingehört. Ach so, nee. Okay. Ja, hey, ohne Witz, ich muss immer wieder sagen, das Remake von The Last of Us 1, also das Re-Remake, muss ich dazu sagen, von The Last of Us 1, fand ich schon komplett albern, aber hat vielleicht für den PC nochmal Sinn gemacht, was da, glaube ich, auch zum ersten Mal für den PC erschienen ist, ne, meinetwegen. Aber jetzt ein Remake von The Last of Us 2 zu bringen, ist doch einfach nur noch eine Parodie, oder? Von unserer Videospiel-Remake-Landschaft. Als ob es da nicht irgendwie ein kleines Update, ein kostenloses tun würde. Jetzt mal ehrlich. Das ist lächerlich. Aber okay, die Maschine läuft, wir drücken den Schalter. Let's go. Ich glaube, das ist wirklich einfach so ein bisschen Marketingstrategie von Sony gerade. Die wollten ja von Anfang an die PS5-Updates für Geld verkaufen. Und dann haben alle gesagt, spinnt ihr komplett.
Ihr könnt doch hier nicht jetzt irgendwie hier eure kleinen Grafik-Updates für irgendwie, die wollten ja nicht mal viel haben, ne? Aber trotzdem für ein paar Euro verkaufen. Und dann haben die gesagt, gut, okay, dann machen wir jetzt trotzdem unsere PS5-Upgrades, die leicht zu machen sind, aber framen die anders und nennen die jetzt einfach nicht mehr Updates, sondern Remakes. Und dann werden die neu verpackt und wir bewerben die und scheffeln nochmal Vollpreis dafür. So kommt es mir vor. Ohne zu wissen, ob das wirklich so ist, natürlich. Ich sage euch nur, wie es bei mir so ankommt, das Ganze. Und nicht sehr positiv. Fand eigentlich bei The Last of Us 1 schon überflüssig. Ja, eben, ich auch total. Huhu, soll da nicht Remastered eher für The Last of Us Part 2 kommen? Und nicht Remake. Die es eh schon haben, PS4-Version, bezahlen 10 Euro. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktionieren wird. Es kann schon sein, dass es quasi so Art Rabatte oder sowas geben wird. Aber ja, kann schon sein. Das weiß ich nicht, aber trotzdem. Ist es halt einfach für meiner Meinung nach komplett unnötig. Okay, wir müssen ins Krankenhaus, ne? Jetzt gucken wir mal. Alchemila Hospital. Aha. Und vorher war der Chemieraum schon der Alchemieraum. Das mit der Schultertaste, die die Kamera irgendwie dreht, ist für mich super verwirrend. Weil ich auch hier nicht verstehe, wie genau da die Regeln sind. Ah, Katerattacke. Hallo, Kater. Ich sehe leider nichts mehr. Ja, hallo. Alles gut, Katerchen. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was der heute hat, ha? Ich weiß nicht, was der heute hat. Der kleine, dicke Wollkerl, der. Früher, ich muss das echt wieder machen. Ich hatte nämlich tatsächlich in meinem vorherigen Büro meinen alten Bürostuhl. Hey, wartet mal ganz kurz. Wird hier leider ein bisschen eng. Aber da muss ich mir was überlegen, weil ich hatte früher meinen alten Bürostuhl neben meinem neuen Bürostuhl. Und da konnte er sich immer direkt neben mich setzen und war happy. Und vielleicht vermisst er das hier. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Habe ich wieder meinen kleinen Co-Piloten. Sehr gut. Bis jetzt ist er glücklich. Aber es ist schon ein bisschen eng jetzt auch. Na, gucken wir mal. Okay. Genau, die 180-Grad-Wendung, die weiß ich. Die habe ich schon getestet. Das ist schon sehr gut. Die Katzenreste im Spind der Schule haben den Kater verstört. Ich glaube, der ist auch noch nicht alt genug dafür eigentlich. Der sollte Silent Hill noch nicht sehen. Guck nicht hin, Kater. Ah! Hundis, guck nicht hin. Die sind nicht echt, die Hunde. Die tun dir nichts. Okay, wir sind im nächsten Dungeon. Gleich mal speichern natürlich. Das war jetzt leicht, ne? Das war jetzt schnell. Das ging schnell. Jetzt speichere ich nochmal hier auf dem Dingsi. Ich wünsche mir ein Remake von Resident Evil 1, dem Originalteil für die PS1. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir früher oder später ein Re-Remake von Resident Evil 1 ziehen werden. Aber was ich bis dahin echt gerne hätte, wäre einfach nur eine Classic Collection von Resident Evil. Die müssten wegen mir auch gar nicht viel machen. Vielleicht so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen HD-Version, Quatsch.
und dann einfach die ersten drei Teile mindestens, wenn nicht sogar vielleicht auch noch ein paar Spin-offs und sowas, ne? Auf eine Disc packen und fertig. Ich wäre happy. Ich wäre glücklich. Hold it. Wow! Sind wir jetzt tot? Nee. Der schießt zum Glück sehr schlecht. Noch schlechter als Harry. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Guck, sagt sogar, dass es schneit, weil wir doch beim letzten Mal die Diskussion hatten. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7, short, black hair. Die Resident Evil Spin-offs. I'm sorry. Survivor kam noch auf der PS1. Around, I highly doubt that she's... Und danach, glaube ich, PS2 Zeit, ja. Sorry. Ich hatte mein Mikro aus, ne? Survivor kam noch für die PS1. Aber danach die Spin-offs für PS2, glaube ich. She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. Ja, vielleicht hat er Platzpatronen nur in seinem Revolver. Kann auch sein. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. Also, ich hoffe, in deinem Koffer ist eine Maschinenpistole oder so, sonst solltest du da vielleicht nicht rausgehen. Aber okay. Der hat anscheinend auch schon einen Weihnachtsengel erschossen. Na toll, wenn ihr dieses Jahr ein schlechtes Weihnachten hatte, dann wisst ihr warum. Der Kerl mit dem Aktenkoffer hat ausgerechnet euren persönlichen Weihnachtsengel erschossen. Dankeschön, danke für gar nichts. Okay. Falsche Taste. Okay. Ach, wir haben noch keine Landkarte von diesem Ort. Oh Gott, da muss ich jetzt versuchen, mich zu orientieren. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, durch welche Tür wir gekommen sind und so weiter. Keine Ahnung. Das ist kein Schnee, sondern Kohle oder Leichenasche. Nein, Jules, wir haben beim letzten Mal das alles durchdiskutiert. Ich habe Tweets vom Kreaturendesigner und Creative Director von dem Spiel eingeblendet und 100-mal bestätigt, dass im Videospiel Schnee fällt. Es ist einfach nur Schnee. Im Videospiel Silent Hill 1 ist einfach nur Schnee da draußen, sonst gar nichts, einfach Schnee. Im Film wurde das dann uminterpretiert. Aber im Spiel schneit es einfach, es schneit. Wirklich echter Schnee, einfach Schnee. Genau, und dann haben wir uns am Schluss auf Koks geeinigt. Weil es ist Schnee im Sommer, also come on, stimmt doch irgendwas nicht. Wahrscheinlich ist irgendwie, weiß der Autounfall, den Harry hatte, wer weiß, ob da nicht irgendwie ein riesiger geheimer Kokslaster involviert war und deswegen. Jetzt geht das wieder los, genau. Ich bin fertig mit der Diskussion. Ihr könnt das ja interpretieren, wie ihr wollt, alle. Es ist alles gut. Aber offiziell ist es Koks. Oder so. Yay! Karte des Krankenhauses. Das freut mich sehr. Ich mag wirklich die Karten. Also Silent Hill hatte fantastische Karten für damalige Zeit schon. Muss man schon sagen.
Ne, mit den vielen Markierungen, den vielen Pfeilen, die genau anzeigen, welche Türen in welche Richtung geöffnet werden können und so weiter. Sehr gut. Ich habe auch keine Lust mehr auf die Diskussion. Ich lass mich nicht mehr hier provozieren, viel zu alt für. Nee, ehrlich gesagt, ich mache nur Spaß. Ehrlich gesagt ist es mir total wurscht, wie ihr das interpretiert. Aber offiziell ist es auf jeden Fall Schnee. Schnee drüber, genau. Ich übertreibe nur absichtlich. Ich mache nur Spaß. Es ist mir wirklich wurscht. Gehe ich da jetzt raus irgendwie? Nee. Die Apotheke. Keine Ahnung, ich laufe gerade irgendwie einfach random, ne? Durch irgendwelche Räume. Ich bin auch auf den Reboot von Alone in the Dark sehr gespannt. Ich frage mich, ob die was Gutes auf die Reihe kriegen. Würde mich freuen. Alone in the Dark war immerhin so wirklich der Urvater des Survival-Horrors, ne? Jetzt, wo ich es gespielt habe, selber, wenn man den Controller in der Hand hat oder in dem Fall Tastatur, ist es immer noch mal ein bisschen was anderes. Aber jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich das noch mal ein bisschen besser einordnen und Resident Evil hat da schon noch mal sehr viel am Gameplay verändert und schon irgendwie die Survival-Horror-Formel noch mal irgendwie, ne, tatsächlich stärker etabliert. Also es ist nicht so, wie es oft gesagt wird, finde ich zumindest, dass Alone in the Dark schon der wahre Gründer des Survival-Horrors oder sowas ist. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, aber es hat schon sehr viel vorweggenommen, was dann Resident Evil aufgegriffen hat. Und ja, es ist schon historisch ein total interessantes und cooles Spiel und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn die schaffen würden, mit einem neuen Teil tatsächlich auch wieder so ein fester Bestandteil einfach der Videospiel- und der Survival-Horror-Landschaft zu werden. Weil die Franchise hatte nach ihrem ersten Teil, der so wegweisend war, halt einfach echt kein Glück und da wurden echt keine guten Entscheidungen getroffen und naja, schade, finde ich. Viele Alone in the Dark Teile hatten und haben super viel Potenzial, das aber leider nicht genutzt wurde. Einfach mal ein gutes Spiel machen, verdammt. Bitte. Das würde mich echt freuen. Irgendwie mag ich die Franchise. Oh, Plastikflasche. Hey, zum Glück bin ich einfach hier jetzt, ne, wie man es halt so macht, gerade in älteren Spielen, die Wand abgelaufen und die ganze Zeit A drücken. Denn dass ich die Plastikflasche mitnehmen kann, daran hätte ich nie gedacht. Na gut. Das Telefon ist tot. Oh Gott. Kein Rufton zu hören. Ob man das Telefon noch retten kann? Ruf den elektrischen Notdienst. Aber mit welchem? Mit was? Das Telefon ist tot. Das ist wirklich blöd. Huah. Ich überleg gerade, hey, ohne Witz. Silent Hill und Resident Evil 3 sind im gleichen Jahr rausgekommen. Und beide Spiele haben diesen Quick-Turn. Aber beide ein bisschen anders. Ich würde echt behaupten, da hat niemand von dem anderen abgeguckt, sondern da sind zwei Teams unterschiedlich auf die gleiche Idee gekommen, die sehr gut ist. Oh Gott, ist da eine Taube explodiert oder was genau ist da? Ah, Glasflasche liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen, offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Also irgendjemand hasst hier Flaschen, das kann man schon mal, schreibe ich mir schon mal in mein Notizbuch. Bücher sind um den Tisch herum verstreut. Sonst ist hier nichts Besonderes. Also irgendjemand hasst hier Flaschen und Bücher. Die Sachen auf dem Regal sind alle durchwühlt. Wer war das? Wenn Harry etwas nicht leiden kann, dann sind es durchwühlte Regale. Jetzt wird's persönlich. Wer zur Hölle war das? Okay, Aufzug. Bliblablu, ich gehe noch mal da vorne in den Waiting Room. Das Schloss klemmt, okay. Der rote Saft ist wichtig. Aha, okay. Oh, muss ich etwa das rote Zeug in meine Plastikflasche füllen? Huh.
Ich versuch das mal. Die kannst du für 25 Cent eintauschen und dir Munition davon kaufen. Die Plastikflasche, wirklich? Nein, ist mehr oder weniger optional. Hat etwas mit den Endings zu tun. Ich hoffe ja sehr, dass wir das Alien-Ende kriegen. Aber ich habe mich nicht informiert und habe keine Ahnung, wie wir was kriegen. Und wir werden es wahrscheinlich nicht bekommen. Das Krankenhaus in Silent Hill, da habe ich ewig geflucht. Na wunderbar, da freue ich mich ja drauf. Das ist ja schönes Foreshadowing von euch. Jetzt habe ich richtig Bock. Okay, gut, dann gehen wir in den Keller. Ach so, ich gehe jetzt wirklich nochmal schnell zum roten Saft und schau mal, ob ich den in meine Plastikflasche füllen kann. Ne, lieber, ne, Hauptsache, ich habe es mal versucht. It's blood. I hope it's not Chris's blood. Und jetzt? Ja, eben, das Alien-Ende kann man auch von Anfang an gar nicht kriegen, ne? Nein, das funktioniert ja wirklich! Was? Unbekannte Flüssigkeit, rote Flüssigkeit gefunden in einem zerbrochenen Glasfläschchen im Zimmer des Krankenhausdirektors. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben voll, das war was? Okay. Abgeschlossen, dann schauen wir mal, ob der Aufzug fährt. Ich könnte mir nämlich auch wirklich so ein Silent Hill vorstellen. Okay, geht auch nicht. Ich habe das Gefühl, das könnte auch funktionieren, dass die reale Silent Hill-Welt, in der wir uns hier gerade befinden, vielleicht tatsächlich ohne Monster oder nur mit sehr, sehr wenigen Monstern und dafür wirklich mit NPCs auskommen könnte. Na, wirklich so eine Stadtsimulation. Und dann geht man immer wieder so ein bisschen Deadly Premonition-mäßig. Ich könnte mir ein Silent Hill vorstellen, das so auf die Weise auch ganz gut funktionieren könnte. So ein bisschen Deadly Premonition. So, man hat diese normale Welt und in der interagiert man sogar mit NPCs und so weiter. Und das ist natürlich alles mysteriös und weird, aber nicht unbedingt so super monströs. Aber dann kommt man immer wieder in diese dunkle Welt und da ist the shit getting real quasi. Würde ich ein bisschen fühlen gerade. Das ist Tomatensaft, den muss Harry trinken, um stärker zu werden. Ja, weil er sein Gemüse nicht gegessen hat früher. Jetzt muss er nachholen, muss er aufholen. Okay, das Schloss klemmt. Das war mein einziger Plan. Ich habe keine Idee. Game over. Game over, man. Game over. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist die Tür im Waiting Room benutzen. Aber irgendwie führt die, glaube ich, nach draußen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte das Krankenhaus durchsuchen. Okay. Ich speichere mal. Diese Flüssigkeit nicht einsammeln hat mich Stunden Spielzeit gekostet. Später am Karussell ist es recht wichtig, es dabei zu haben. Stunden an Spielzeit. Nicht einsammeln? Was? Dafür ist es jetzt zu spät. Und welches Karussell und warum und Stunden Spielzeit? Ich verstehe gar nichts, aber okay. Zu spät. Nee, zu den Toiletten kann ich auch nicht. Ja, dann gehe ich nochmal... Den Conference Room. Den habe ich leider übersehen. Game over, man. Kennt ihr das Zitat eigentlich? Ich weiß immer gar nicht. Ich weiß immer gar nicht, wie alt ihr seid. Und ich glaube, wenn ihr unter 30 seid, dann könnt ihr mit dem Zitat Game over, man. Game over. Wahrscheinlich nicht mal was anfangen. Noch dazu vielleicht, ne? Besteht ja auch die Möglichkeit, dass ich es ein bisschen falsch vortrage, was es noch schwieriger macht. Nein, es nicht einsammeln ist falsch. Okay, alles gut, dann haben wir es geschafft.
keine Angst, war richtig. Gut. Ah, zu alt für Prost. Weihnachtsbier ist das beste Bier. Nee, ich meine damit die Szene aus Alien 2. Aliens. Da sagt das der eine Charakter, dessen Name mir nicht einfällt, ne? Die Lage ist gerade aussichtslos. Die fliehen, glaube ich, gerade irgendwie mit ihrem Buggy weg. Und dann ist er so, Game over, man. Game over. Das war das. Das war das Zitat. Mir ist das irgendwie im Gedächtnis geblieben und ich dachte, das kennt man. Aber vielleicht kennt es nur ich. Das kann ja sein. Vielleicht passiert es nicht mal. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Wie heißt... Das ist einfach nur ein Augustiner Münchner Lagerbier. Nichts Besonderes. Das ist, ich weiß nicht, ob es das auch außerhalb von Bayern normal gibt. Ne? Keine Ahnung. Aber das ist in Bayern schon ganz normal. Das ist schon Münchner Brauereibier halt. So ein helles, aber ist ganz gut. Hatzen heißt er, genau. Hatzen. So ein typisches bayerisches helles. Das ist ehrlich gesagt nicht gut. Also das ist jetzt nicht mein Lieblingsbier. Das ist jetzt nicht irgendwie total lecker. Aber es ist so der absolut perfekte Durchschnitt. Standard voll in Ordnung. Kellerschlüssel, da freue ich mich. Wer geht nicht gern in Horrorspielen in den Keller? Immer wieder schön. Telefon, erschreckst du mich gleich wieder? Das Telefon ist tot. Schauen wir uns mal das Röntgenbild noch an. Nichts Ungewöhnliches. Weil du auch Arzt bist, Harry, oder woher weißt du das? Vielleicht ist da voll die wichtige Information. Gesundheitstechnisch. Da ist eine weiße Tafel. Hier steht nichts Besonderes. Okay. Bin mehr für Radler. Ja, ein Radler in Ehren. Ich trinke ja wirklich aktuell mittlerweile super selten Alkohol. Wirklich ganz, ganz wenig. Aber nur Weihnachten oder irgendwelche oder Geburtstage oder sowas. Da wird ordentlich reingeballert. Nee, Quatsch, stimmt auch nicht. Aber da trinke ich schon gern mal irgendwie ein, zwei Bier oder ein paar Flaschen Wein oder ne? So ein kleines Fässchen Wodka oder sowas mal so. Halt mal, ich muss erstens Waffen wechseln, zweitens sieht die Textur in der Wand aus so ein bisschen wie ein pixeliges menschliches Gesicht, ey, ohne Scheiß. Das freakt mich schon wieder out hier. Kakerlaken? Ja, zwei auf einen Streich. Ah. Yeah. Ich muss sagen, das macht ein bisschen Spaß sogar. Das Trefferfeedback ist ganz schön hier. Oh Gott, was war denn das gerade für ein gruseliges Geräusch? Ich muss sagen, ich nehme jetzt, glaube ich, mal so eine Ampulle. Ah, ist das Verschwendung? Ich nehme eine. Es ist Verschwendung. Ich nehme Tonikum. So. Ja, finde ich ganz schön. Am Ende des Spiels könntest du uns ja mal sagen, welche Location dir vom Spiel am besten gefallen hat. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, ich denke dran. Oder ihr fragt mich nochmal, wenn es soweit ist. Mein Lieblingsbier Mönchshof Hell. Das sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich hatte mal, ich glaube im Lidl war das. Die hatten da irgendwie so irische Wochen. Und da hatten die unter anderem irische Biere. Und da gab es irgend so ein Pale Ale. Das fand ich extrem lecker, ne? Aber wenn ich es sehen würde, würde ich es vielleicht wieder erkennen, das war aus der Dose irgendwas. Aber ich könnte nicht sagen, wie es heißt oder irgendwas darüber, keine Ahnung. Aber das fand ich sehr lecker. Das war relativ herb, aber gleichzeitig sehr fruchtig. Das fand ich sehr, sehr gut. Tucher Rotbier, das kenne ich auch nicht. Ampullen heilen sehr stark und machen unverwundbar. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die mich tapfer machen, genau. Deswegen hebe ich mir die lieber auf für Bosse oder irgendwie echt krasse Passagen.
ein Generator oder sowas. Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge, Intensivstationen und Operationsräume. Wollen Sie den Schalter drücken? Yes. Oh oh, das hat sich nicht gut angehört. Ich glaube, der funktioniert nicht. Oder doch? Läuft der jetzt oder nicht? Der Stromgenerator ist eingeschaltet. Das hört sich so an, als wollte der starten, aber er schafft's nicht ganz. Oh, ich hab mal irgendwie, das ist schon ewig her, aber in einer Brauerei in, ich glaube, Regensburg oder sowas, wird Räucherbier hergestellt. Räucherbier. Und viele feiern das komplett, aber für mich war das das Widerlichste, das ich jemals in meinem Leben probiert habe. Das schmeckt einfach wirklich, ey, man trinkt Bier und das schmeckt einfach wie so flüssiges, abgehangenes, geräuchertes Fleisch, aber so super intensiv und ich fand's einfach nur echt widerlich, ohne Witz, ey. Um Himmels Willen, Räucherbier ist nicht meins. War's damals nicht, muss ich vielleicht dazu sagen, wer weiß, ne? Geschmäcker verändern sich, das ist bestimmt 10 Jahre her oder so, aber bäh, war kein Fan. Corona-Bier, haben die eigentlich ihren Namen wirklich geändert? Ich muss sagen, wisst ihr, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann das vielleicht so ein bisschen unterbewusst psychologisch verstehen, aber dass nach dem Corona-Ausbruch oder währenddessen die Verkaufszahlen von Corona-Bier zurückgegangen sind, ist für mich so eine Information, die finde ich fast schon lustig, weil es eigentlich so albern ist. Warum sollte man kein Corona-Bier mehr kaufen, wenn man es vorher mochte, nur weil jetzt irgendwie ein Virus genauso heißt? Es ist irgendwie so, aber okay, mein Gott, ne? Unterbewusst sieht man es im Regal und assoziiert was Negatives damit und so funktioniert es wahrscheinlich eher. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Kaufentscheidung war, aber ja. Corona Matata. Warum ist alles verschlossen und klemmt? Alles klemmt in dieser Stadt. Die ganze Stadt ist total verklemmt. Ah, okay, dann weiß ich jetzt nicht. Fahre ich in den ersten Stock, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht? Keine Ahnung. Corona heißt noch immer Corona. Gut, aber was jetzt? Das Bier oder der Virus? Früher in Passau, ach, es gibt noch einen vierten Stock. War der vorher auch schon da? Weiß ich nicht. Aber früher in Passau, als ich da noch gelebt habe, also das war schon in meiner Jugend, ne? Das ist schon lang her, da gab es mehrere Brauereien und unter anderem gab es da die Innstadtbrauerei. Und das Innstadtbier habe ich wirklich geliebt. Aber dann hat Hackelberg, die größere von den beiden, die Innstadtbrauerei aufgekauft und danach war Innstadt scheiße. Meiner Theorie nach, ne, haben die das absichtlich scheiße gemacht, damit sich ihr Hauptbier Hackelberger besser verkauft. Ich weiß es nicht, aber die haben leider mein Lieblingsbier versaut. Nicht, dass Hackelberger jetzt irgendwie total scheiße schmeckt oder so, aber naja. Okay, sehe ich das richtig, dass der vierte Stock einfach der Stock in die Hölle ist? Und deswegen war der vorher wahrscheinlich auch wirklich nicht da. Ich habe es mir wahrscheinlich nicht eingebildet, oder? Der vierte Stock ist wirklich erst erschienen. Oh Gott, das ist creepy. Ich speichere mal kurz. Mein erstes Bier mit ca. 12 war ein Guinness in Schweden. Und weil es mir zu bitter war, habe ich damals Zucker reingemacht. Heute trinke ich aber gern Guinness. Ich weiß nicht mehr, ich war glaube ich 14 oder so, als ich zum ersten Mal Bier probiert habe und ich fand es auch mega widerlich. Und man fragt sich doch wirklich, wie es sein kann, dass man dann irgendwie anfängt, das zu trinken. Weil es ist doch wirklich, niemand trinkt zum ersten Mal in seinem Leben Bier und sagt, lecker, das ist aber köstlich, das werde ich ab jetzt öfter trinken. Sondern im Endeffekt trainiert man sich das in seiner Jugend an, damit man einen ordentlichen Rausch hat. Und irgendwie ist das weird. Eieieiei. Ich hätte so gerne eine Karte. Oh Gott.
Dieses klopfende Geräusch war gerade mega gemein. Weil ich dachte gerade, ich habe nicht verstanden, dass das zur Musik gehört. Ich dachte für einen Moment, dass da jetzt irgendwas ganz schnell auf mich zuläuft und es wird immer lauter und lauter. Und ich dachte mir für einen kurzen Moment so, um Gottes Willen. Holy shit, was ist das jetzt? Stehen bleiben. Herr Doktor, reißen Sie sich zusammen. Der hat da irgendwie ein zweites Gesicht oder sowas auf seinem Rücken, ne? Irgendein Geschwür oder so, das wie ein Gesicht aussieht. Oh Leute, ey, ohne Witz, wisst ihr, ich fand ja Resident Evil 2 damals als Kind schon gruselig, als wir das da bei meinem Freund auf der PlayStation gespielt hatten, bei meinem Nachbarn quasi. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der sich damals für Silent Hill entschieden hätte, statt für Resident Evil, ich meine, weiß, keine Ahnung, mein ganzes Leben wäre anders verlaufen, aber ich glaube, Silent Hill hätte uns wahrscheinlich noch mehr abgefuckt als jedes Resident Evil Spiel. Das ist schon einfach so Psycho-Horror auf einem anderen Niveau. Oder? Das kickt schon nochmal ganz anders. Viele von euch haben sie ja als Kind gespielt, ne? Oder als junger Mensch. Wie hart hat's euch geflasht auf einer Skala von 1 bis 985? Wahrscheinlich eine solide 900, auf jeden Fall. Kann ich mir schon vorstellen. Warum ihr müsst eine tolle... Ach, hier sind Türen. Ja, gut. Ah! Oh! Ist der wirklich tot? Ich glaube schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich durch die Tür gehe versehentlich. Können wir auch nicht mehr kicken. Bist du dir sicher, Harry? Ich verlasse mich auf dich. Wenn Harry sagt, wir müssen nicht mehr kicken, dann müssen wir nicht mehr kicken. Hey, aber die Musik, Harry, die Musik sagt mir, dass wir doch hätten kicken sollen. Ganz ehrlich. Ich muss sagen, ich traue dir da nicht so hundertprozentig. Ich habe nur Angst, dass ich durch die Tür gehe, wenn ich zu nah an ihn rangehe. Okay, dann lassen wir es einfach. Dann gehen wir einfach weg. Das ist doch irgendwie auch sehr weird hier, oder? Warum existiert der Raum? Aha, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich da gehört habe. Ich muss noch mal reingehen, fürchte ich. Hallo? Was war das für ein Geräusch? Ist nur der billige Jumpscare-Raum, oder? Ich speichere mal. Huiuiuiuiui. Gucken wir mal noch mal in den Chat. Mit 25 das erste Bier getrunken, weil ich damals kein großer Fan von Alkohol gewesen bin. Ist auch grundsätzlich besser so. Ich habe damals die Demo gespielt von Silent Hill 1 und war verliebt. Hab mir dann von meinen Eltern zum Geburtstag schenken lassen. Ja. Ich habe es eh schon öfter gesagt, ne, aber leider in meiner Jugend so, wo man schon mal irgendwie so viel stärker so Fan ist von irgendwas wie im Erwachsenenalter, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, war ich halt so ein Resident Evil Fanboy. Und war so, hier Silent Hill, voll die schlechte Resident Evil Kopie. Ohne, dass ich jemals in Silent Hill gespielt habe, natürlich, ne? Und ich finde es sehr schade. Das bereue ich total. Ich habe den zweiten Teil ja auch erst viel später nachgeholt.
und war total begeistert. Und jetzt der erste ist auch richtig gut. Also zu seiner Zeit, glaube ich, hat der so übel geflasht. Das ist einfach der Hammer. Der hat meinen Parasiten auf den Rücken. Für mich sieht das aber immer wie ein übergroßer Pickel aus. Ja, für mich irgendwie wie ein menschliches Gesicht, oder? Welches Spiel findest du schwerer, Silent Hill oder Resident Evil? Resident Evil. Ich glaube, so im Schnitt würde ich sagen, die Resident Evil-Spiele sind schwerer, finde ich. Mehr Ressourcenmanagement irgendwie. Ich habe das Gefühl, in den meisten Silent Hills oder in vielen, keine Ahnung, wenn man auch auf normal spielt, hat man eigentlich immer genug von allem so. Also ich war damals ein Teenager, aber es hat mich trotzdem, ja, glaube ich schon, ist eh klar, hat mir trotzdem die Buchse gesprengt. Meine ich ja auch mit Kind irgendwie, ne? Teenager. Der Raum existiert nur, um Angst zu machen, das habe ich mir schon gedacht, ja. Silent Hill 2 habe ich mit 15 zu Weihnachten 2001 geschenkt bekommen. War mein erstes Silent Hill, was ich gespielt habe. Okay. Warum läuft hier in dem Flur... Ich wollte gerade sagen, warum läuft hier noch Kampfmusik, aber jetzt läuft hier gar keine Kampfmusik mehr. Oh, das ist ein bisschen... Oh. Ja, James, jetzt ist aber auch irgendwie bescheuert. Ist ja auch ein bisschen bekloppt jetzt hier gewesen. Brauchen wir noch nichts, oder? Uns geht's noch gut. Wir haben immer noch fast 100 Schuss. Passt schon. Wir sind hier immer in einem Krankenhaus. Man sollte meinen, wir finden hier noch viel Heilung. Aber wisst ihr, so Kleinigkeiten, so Kniffs, ne? Da war Silent Hill schon sehr früh dran. In modernen Indie-Games vor allem kennen wir das. Da ist das mittlerweile ein alter Hut, ne? So diese Psychotricks und so haben viele Spiele gemacht. Mittlerweile haben viele auch sehr gut gemacht. Aber in so einem alten Spiel von 99, so eine Kleinigkeit, wie dass man mit dem Aufzug in die Stockwerke 1 bis 3 fahren kann. Und wenn man alle abgegrast hat, dann gibt es plötzlich einen vierten Stock. Und man denkt sich so, hä, war der vorher schon da? Was ist, hä? Ne, einfach das ist so eine clevere Kleinigkeit. Sowas war zu der Zeit halt noch total neu. Da ist ein Geräusch hinter der Tür. Hallo, Rumgezocke, was geht? James, du meinst Harry? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich es falsch gesagt. Werde ich auch noch sehr oft machen. James, Harry, Chris, Barry. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine immer die Hauptfigur hier. So, okay. Klemmt. Ich hab Angst. Wo ist er? Irgendwie treffen wir ihn nicht jetzt aber, oder? Oh Gott, er ist schnell! Harry, James, Batman, Wayne, Barry, Chris. Hau ihn weg, bitte. Danke. Die sind so schnell und gemein. Das Grüne hier sieht fast aus, als sollte man es nehmen können. Ne? Es wird da ein komischer Würfel liegen. Ich erkenne gar nicht genau, was das alles hier sein soll. Aha, ein Tonikum schon mal. Das ist gut. Ein Kühlschrank. Ach, das sind Topfgriffe. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was das darstellen soll. Aber das Viereckige da verstehe ich immer noch nicht. Ha, Würfel. Naja, okay. Dann gehen wir wieder. Tschüss, Herr Doktor. Ruhen Sie sich aus. Nein, wir müssen noch mal zurück. Ach nee, stimmt. Alles gut. Passt schon.
Weiter geht's. Oh, ich hasse das Spiel manchmal. Ich muss das vielleicht auch einfach leiser machen. James ist blond, Harry ist brünett. Ah, aber ansonsten sehen die einfach exakt gleich aus, oder? Es ist doch wirklich so. Die haben sogar die gleiche Jacke an. Also wirklich. Solange du ihn nicht Heather nennst. Ach so, ja. Ein Spülschwamm. Ich habe auch dran gedacht, aber ein seltsam viereckiger und sehr verschimmelter Grünschwamm. Spülschwamm war das, wenn dann. Kein Chill-Sandwich für Harry. Da lag ein Gamecube. Da hatte bei Konami schon eine Vorahnung, vielleicht. Die haben unterschiedliche Jacken. Harrys Jacke ist braun und James' Jacke ist grün. Aber schon... Also die, ja, okay, doch, okay, die ist schon braun, meinetwegen, aber die geht schon ins Grünliche. Ich finde die nicht sehr unterschiedlich. Da ist eine Königinnenplatte, die nehmen wir natürlich mit. Gerade bei der dunklen Beleuchtung und so. Nein, die sind schon Klone voneinander. Oh Gott, finde ich schon. James und Harry. Heather. Moment mal, ich hab grad komplett meine Orientierung verloren. Hä? Na, macht ja nix. Können wir da jetzt runter? Wahrscheinlich müssen wir da runter, oder? Oh Gott, ich speichere mal. Das ist wirklich immer, weißt du, in den Keller gehen ist echt gruselig genug, aber dann in der Albtraumversion von Silent Hill in den Keller gehen, das ist einfach ein anderes Level. Das ist Next Level Bullshit. Grusel. Gruselwusel. Ah, ich höre überall. Ich höre sie überall stapfen. Ich befürchte, es war nicht die einzige. Ich höre Schritte. Ich höre das Radio auch. Ah! Aber ich weiß nicht, entweder komme ich mit der Steuerung mittlerweile ein bisschen besser klar, oder es liegt an den Gegnern, ich weiß es nicht, aber ich finde die... leichter zu bekämpfen als die Gegner in der Schule, diese kleinen Maulwurf-Vagina-Münder. Die waren super weird und ekelhaft. Also unangenehm, so. Einfach. Nein, das ist halt echt gemein. Oh, seid ihr gemein. Ich bin kein Freund von euch. Wo wir gerade bei leichter zu bekämpfen sind. Nee, aber finde ich trotzdem irgendwie. Die sind zwar schneller, aber irgendwie kontrollierbarer oder so. Ich weiß nicht genau. Ich finde die angenehmer als die anderen Gegner. So, ich bin anscheinend in der Leichenhalle gelandet. Das ist ja auch schön. Ein Körper liegt ausgestreckt auf einem Bett. Mir ist gar nicht danach zumute, ihn näher zu untersuchen. Wahrscheinlich hat er einen Granatenwerfer dabei. Der einen Flammenwerfer. Na, wunderbar. Ach, guck mal, Heilung. Das ist nett. Die nehmen wir mit. Das Sounddesign ist schon auch gut, ne? Ich sitze hier mit Kopfhörern und kriege das Spiel in der vollen Dröhnung ab. Und das macht, glaube ich, 90% der Stimmung aus. Na, sagen wir 50 oder so. Aber ja, das ist schon gut. Landgrid Birdrider hat für die Krankenschwester die richtige Medizin. Das schreibe ich mir auf meine Verpackungsrückseite, wenn ich mal eine Actionfigur bin. Oder so. Okay.
Wie viel Schrotflintenmunition hätten wir eigentlich? Ich werde die jetzt nicht benutzen, ne? Aber 15 Schuss Schrotflinte ist schon noch gut, glaube ich, noch. Hi, Migo. Was geht? War ich hier nicht schon? Ah, ich war hier in der anderen Welt, ne? Aber der Stromgenerator... Ah! Fetter Vorschlaghammer. Okay. Okay. Nehmen wir mit. Aber was jetzt, ne? In den Storage Room können wir nicht. Wir können jetzt wieder in den Aufzug, oder... Weiß ich jetzt nicht. Aha, ich war tatsächlich... Warum auch immer, ich verstehe es gar nicht, aber ich war scheinbar nicht in der... Ach so, nee. Obwohl, da hinten die Tür, ne? In den Hauptflur, den habe ich irgendwie noch gar nicht mehr angeguckt. Und außerdem gibt es noch Stockwerke. Sehr viele Stockwerke. Es sieht so aus, als wären wir noch ein bisschen länger hier. Hey, ich muss noch mal eine ganz kurze Pinkelpause machen. Das Bier treibt und so. Ihr wisst Bescheid. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Ich habe euch hier gerade mit sehr unheimlichen, subtilen Soundtrack zurückgelassen, ne? Ich hoffe, es war euch nicht zu gruselig. Aber ich bin wieder da. Keine Angst. Wir schaffen das schon. Okay. Let's go. Also, wir haben theoretisch noch unglaublich viel zu erkunden. Ich bin jetzt im Keller, denke ich, erstmal fertig und ein bisschen verwirrt, weil ich nicht genau verstehe, warum wir eigentlich fertig sind. Aber ich... Guck mal ins Inventar. Ich glaube, wir haben jetzt kein ungenutztes Schlüssel-Item, oder? Notfallhammer. Sehr effektiv im Nahkampf, aber schwer einzusetzen. Mhm. Das sind so die drei Stufen, ne? Das sind so die drei Klassen. Leicht, mittel, schwer. Genau, wir haben dieses Königin-Symbol und den Tetrahedron, den Beyblade-Kreisel des Todes. Aufzug. Fahren wir doch mal. Einfach mal. Unverschämterweise. Guck, und jetzt gibt es wieder keinen zweiten, keinen vierten Stock mehr. Ah, es ist... gut, das mag ich schon. Das ist schon sehr gut. Spiel. Ich mag dich. Silent Hill und ich werden noch Freunde. Ne, ich war einfach ein edgy, kleiner, jugendlicher Resident Evil Fanboy, Silent Hill. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Das war komplett dumm von mir und ich nehme das zurück. Alles, was ich jemals in irgendwelchen Schulhofgesprächen über dich gesagt habe, nehme ich alles zurück. Du bist ganz, ganz großartig und ich wünschte, ich hätte das schon früher erkannt. Kannst du mir nochmal verzeihen, Silent Hill? Ich denke schon. Ich glaube, Silent Hill ist da nicht so. Okay. Stille. Und Dunkelheit. Jetzt gucke ich mal. Wartet mal. Da ist noch eine Tür, durch die wir auch nicht gegangen sind, oder? Aha, die klemmt. Es ist wirklich einfach lustig, dass alles in der Stadt klemmt. Ich frage mich, ob dieses Motiv von dieser dunklen Parallelwelt irgendwie was so typisch Japanisches ist oder so. Weil das gibt es in so vielen japanischen Spielen. Das ist ja auch in Zelda zum Beispiel sowas ganz Bekanntes, dass es in ganz vielen Zelda-Teilen in der einen oder anderen Version gibt. Manchmal durch Zeitreise, manchmal wirklich durch Paralleluniversen.
Und diese Parallelwelten kenne ich schon, glaube ich, hauptsächlich aus japanischen Spielen. Würde ich jetzt mal spontan behaupten, müsste ich aber jetzt tatsächlich mal noch länger drüber nachdenken, ob die Aussage überhaupt stimmt. Vielleicht ist das einfach allgemein, ist aber auch ein interessantes Konzept, ne? Der Gedanke, dass irgendwie so eine Welt neben unserer existiert. Nur so einen falschen Schritt, einen Glitch entfernt, so ist immer präsent, ist ja auch ein gruseliger und cooler Gedanke. The Grim Reaper's List. Das ist natürlich unangenehm. Stellt euch vor, ihr geht in ein Krankenhaus und dann ist da so eine, oh Gott, ey, stellt euch das mal vor, ihr geht in ein Krankenhaus und dann ist da so eine Liste, eine Tafel an der Wand, die heißt irgendwie die Liste des Sensenmanns und dann sind da irgendwelche verstorbenen Personen aus dem Krankenhaus drauf. Ich sollte mir das vielleicht auf meinem Zettel schreiben. Das könnte wichtig sein, ne? Machen wir mal. 35 Lydia Findlay. In dem Fall wäre es wahrscheinlich besser, einfach einen Screenshot zu machen oder das abzufotografieren. Aber ich möchte so ein bisschen die Oldschool-Erfahrung, so mit Zettel und Stift hier sitzen. Ne? Das ist ein Klassiker, ein Spiel, das ich einfach in meiner Kindheit, in meiner Jugend verpasst habe. Das möchte ich so originalgetreu wie möglich nachholen irgendwie. Albert Lords. Roberta T. Morgan. Und dann haben wir noch 38, glaube ich. Edward der Vampir. Warum kommt mir denn der Name Briggs so bekannt vor? Welche Videospiel-Hauptfigur heißt denn Briggs? Ach so, nee, warte mal. Jetzt sind wir wieder bei Aliens, oder? Da war der Briggs her. Ja, ja, deswegen ist der in meinem Hirn. Grüße Lisa von mir. Die Referenz verstehe ich noch nicht. Reden wir von Lisa Trevor, weil da Trevor draufsteht? Ja, aber ich habe es mir auch gedacht. Das ist ein bisschen lustig, ne, dass wir dann den Trevor und den Albert haben. Ich musste auch sehr an Resident Evil denken. Lethal Weapon. Ja, Lethal Weapon. Da haben wir einen Briggs. Das stimmt. Lethal Weapon würde ich tatsächlich auch gern mal wiedersehen. Ich habe die Teile, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber habe ich alle als sehr lustig und sehr cool in Erinnerung. Das Wasser Eimerrätsel ist auch aus Lethal Weapon, oder? Das mag ich gern. Dieses, du hast einen 2 Liter und einen 3 Liter Eimer oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr zusammen, egal. Egal, war gut. Trust me, Bro. Einfach ballern, Harry. Einfach draufhauen. Dann kommen die nicht zum Zustechen. Es ist aber schon, weißt du, diese Kamera, die dauernd nur auf mich gerichtet ist, finde ich tatsächlich nervig, so rein Gameplay-technisch. Aber als Spielelement ist es halt total clever und total gut, also als Horrorspielelement, weil du siehst eben nicht, was sich im Raum befindet. Du betrittst einen Raum, dein Radio läuft und du weißt, oh Gott, irgendwas ist hier drin. Und du hast aber keine Ahnung was, du hast keine Ahnung wo. Es ist nur erstmal so ein Gefühl von, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und das macht das Spiel einfach echt gut. Im Silent Hill 2 DLC Born From a Wish gibt's da so eine tolle Szene. Die haben das für damalige technische Verhältnisse so perfekt inszeniert, dass man mit Mary da einen, oder mit Mariah da einen Raum betritt und dann sieht man quasi in den Raum rein und im Schatten so schemenhaft steht so der erste Gegner im Spiel und bewegt sich auch erstmal nicht. Und das ist so schön inszeniert. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil mich da die Szene wirklich voll ästhetisch und horrorspieltechnisch abgeholt hat. Das war echt großartig. Oder ist es? Ist es immer noch? Ein Zettel. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Ich habe schon lange meine... Oh,
Ich habe schon lange meine Voice Changer nicht mehr benutzt. Machen wir nochmal. Wolken, die über einen Hügel ziehen, oder so ähnlich war die erste Zeile. Himmel an einem sonnigen Tag. Bitte Mandarinen. Ach, so bittere. Vierblättriges Glückskleeblatt. Veilchen im Garten. Löwenzahn am Wegesrand. Unvermeidliche Schlafenszeit. Flüssigkeit, die aus einem aufgeschnittenen Handgelenk fließt. Ein schönes Gedicht. Finde ich gut. Sollte ich mir da Notizen machen? Ich glaube schon. Machen wir mal. Ich mache mal nur so ganz grob. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Wolken über Hügel. Dann haben wir Himmel, sonniger Tag. Himmel, sonnig, Tag. Dann haben wir bittere Mandarinen. Ich weiß nicht, das passt für mich. Weißt du, das ist irgendwie... Warte, das Gedicht wird immer schlimmer, oder? Es wird immer unangenehmer. Es ist am Anfang so Wolken, Hügel, sonniger Tag, voll schön. Dann kommen bittere Mandarinen. Bittere Mandarinen sind nicht so schön irgendwie. Naja, aber warte mal, dann kommt ein vierblättriges Kleeblatt. Das zerstört meine Theorie. Na gut. Dann passen die bitteren Mandarinen für mich so gar nicht da rein. Aber passt gerade weihnachtlich sehr gut, oder? Hast du das nicht auch, wenn man bittere Mandarinen hat? Ich habe heute auch Mandarinen gekauft, aber ich glaube, die sind in Ordnung. Aber ich habe auch Avocados gekauft. 2 Stück. Und dann habe ich die erste aufgeschnitten und die war innen einfach... Die war nicht... Ich weiß nicht, also Avocados sind ja entweder steinhart, dann haben die so einen kurzen Zeitraum, wo die echt reif sind und dann sind sie matsch. Aber die war schon nicht mehr matsch, sondern die war mumifiziert. Deswegen hat die sich angefühlt, als wäre die gerade gut reif, weil innen in Wirklichkeit nur noch so eine staubige, gummiartige Masse war. Die war nicht nur überreif oder so und auch nicht irgendwie faulig oder so. Die war komplett jenseits von gut und böse schlecht. Hab mich das geärgert. Das war sehr eklig. Also, vierblättriges Kleeblatt. So, weiter geht's. Veilchen im Garten. Veilchen im Garten. Das ist eine ziemlich lange Liste, ey. Löwenzahn am Wegesrand. So schreibe ich in Zukunft auch meine Einkaufszettel und gebe die dann irgendwelchen anderen Personen mit. Hey, kannst du mir ein bisschen was mitnehmen, wenn du eh zum Aldi gehst? Ja klar, was denn? Hier ist mein Einkaufszettel. Wolken über Hügel, Himmel an einem sonnigen Tag, unvermeidliche Schlafenszeit. Unvermeidliche Schlafenszeit. Ich habe das Gefühl, das macht überhaupt keinen Sinn und ich brauche das nie wieder und es soll einfach nur creepy sein. Gucken wir mal. Flüssigkeit aus Hand. Gelenk. Hey, ich habe so lange nicht mehr mit der Hand geschrieben. Es fühlt sich weird an. Ich kann es schon noch einigermaßen. Aber es fühlt sich mega weird an. Abgeschlossen. Aha, und hier haben wir ein Rätsel. Aha, und hier haben wir jetzt gleich mal ein Königinsquadrat, das wir irgendwo einsetzen können. Ne? Da sind 4 quadratische Vertiefungen in der Tür. Okay, wir haben quasi ein Viertel des Krankenhauses wahrscheinlich jetzt irgendwie abgeschlossen oder so. Aber weiß James, wo man das reinsetzen muss automatisch? Aha, wo soll der... Okay. Also wenn das Rätsel, das wir gerade gelesen haben, irgendwas mit dem zu tun hat, dann verstehe ich es noch nicht. Wo jetzt hier die Königin eingesetzt werden soll. Wolken über Hügel. Wolken sind weiß. Vielleicht gibt es ein grünes Medaillon. Himmel an einem sonnigen Tag. Himmel ist blau. Veilchen sind lila.
Vielleicht kommen wir der Sache hier ein bisschen näher. Aber wo steckt die Königin in diesem Rätsel? Bittere Mandarinen. Vierblättriges Kleeblatt. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Notiz, die mir hilft, das zu entschlüsseln. Es ist jetzt eh noch egal, weil wir haben bis jetzt eh nur die Königin, da ist es eigentlich wurscht. Nennt man sowas nicht Blutflüssigkeit auf ausgeschnitten? Es kommt, weißt du, keine Ahnung. Wer weiß, was in der Silent Hill Welt passiert, wenn man irgendwelche Handgelenke von irgendwas aufschneidet, ne? Also, keine Ahnung. Wer weiß, was da rauskommt. Eben, ja, ich glaube auch, dass es mit Farben zu tun hat. Wie weit sind wir denn jetzt im Spiel? Ich glaube noch nicht mal die Hälfte, würde ich sagen. Ich glaube, nach dem Krankenhaus kann man sagen, ist Halbzeit so, oder? Ich spiele es zum ersten Mal, ich kann es nicht genau sagen. Okay. Ich schätze mal, ich krieg da noch mehr Informationen. Unvermeidliche Schlafenszeit. Flüssigkeit aus Handgelenk ist rot. Ich mache jetzt einfach die Königin mal hier rein. Was aktuell, glaube ich, ihr wurscht ist. So, tschö. Okay, lasst mich kurz die Karte checken, weil ich glaube, hier gibt es noch 1 Million Räume, die wir checken können. Ich fange mal hinten an. Ist das was? Nee. Ah doch, das ist was. Gut, dass ich gucke. Eine Schieferplatte, sonst nichts. Ach so, okay. Dann ist da vielleicht auch nichts. Oh oh, Monster. Ich höre Wasser plätschern. Oh, Pflanze 42 oder was? Okay, da haben wir das nächste Schlüssel-Item. Aber das sind irgendwie weirde Tentakel, die wollen mich nicht so recht ranlassen. Und ich denke, da können wir jetzt auch noch nicht hin. Drauf schießen bringt, glaube ich, nichts. Aber dann mache ich mir hier gleich mal noch eine Notiz. Zimmer 204, Tentakel, die Heiligen vermutlich, ich weiß es nicht. Key-Item. Bam. Blutegel auf LSD. Huh. Nach dem Krankenhaus ist ungefähr Halbzeit, kann man sagen. Ja, okay, genau. Waldmeister-Sirup, so grün das Blut bei mir eingestellt war. Ich verstehe. Das Motiv auf dem Platten müsste egal sein. Aha, das ist aber ungewöhnlich. Ach so, es geht nur um die Farben. Das Motiv, wie die heißen, ist egal. Ja, okay. Das kann schon sein. Genau. Ich meine Hicks aus Aliens und Briggs aus Lethal Weapon. Aber was heißen die auch alle so ähnlich? Hicks, Briggs, Netflix, White Chicks, ne? Also... alles dasselbe. Ah ja, hier haben wir... Stimmt, wir haben ein Feuerzeug gefunden. Das hätte ich fast schon wieder komplett vergessen. Okay. Das habe ich mir fast gedacht. Aber jetzt gehe ich nochmal... Ach so, nee, warte mal. Und hier, oder? Hier ist die 4... farbige Tür, okay. Das ist wirklich blöd, ne? Ich weiß ja nicht, wie sehr die geschnittene Version geschnitten ist, aber wenn Blut grün ist und dann heißt es in einem Rätsel die Farbe von dem, was aus einem aufgeschnittenen Handgelenk kommt, dann muss man ja davon ausgehen, dass damit grün gemeint ist. Das ist verwirrend. Wäre cool, wenn die dann das Rätsel in der geschnittenen Version so anpassen. Nein, in unserem Universum ist Blut halt mal grün. Hey, in dem Flur sieht Harry einfach aus wie eine kleine Actionfigur, oder? Guckt euch an, wie gigantisch die Tür ist. Und überhaupt auch die Treppenstufen. Die sind so tief vor allem. Irgendwie die Proportionen hier machen mich fertig. Kleiner Harry.
Welt ist zu groß für dich. Oh oh. Zum Glück haben diese Silent Hill Parasiten hier nur so Krankenschwestern mit Skalpellen eingenommen. Stellt euch vor, das wären irgendwelche super Elite-Soldaten mit MGs oder so. Dann wäre das gleich sehr viel gefährlicher. Und es wäre ein beschissenes Spiel dann. Wie diese weirden Froschmutanten aus Resident Evil Survivor. Ich weiß weder, was sich Capcom noch was sich Umbrella bei dem Gegnertyp gedacht hat. Der ist albern und schlecht als Biowaffe. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Okay, warte mal. Oben war eine Keramikplatte und hier ist jetzt eine Stahlplatte. Und das hat alles nichts zu bedeuten, will mir das Spiel sagen. Ha. Ha. Da weiß ich ja nicht irgendwie. Die Farbe vom Blut kann man in Silent Hill in den Optionen einstellen. Ah. Alles klar. Okay. Schauen wir uns noch schnell die anderen Zimmer an, auf jeden Fall hier. In dem Stockwerk. Verschlossen. Nicht verschlossen. Ah! Hey, als ob Silent Hill in meinem Stream auf die Uhr guckt und sagt, na, jetzt wird's aber mal Zeit für einen Speicherraum hier, damit wir pünktlich Schluss machen können. Wir wollen ja auch nicht, dass der Landsquid zu spät ins Bett kommt. Yay! Dankeschön. Das ist super nett, weil da machen wir für heute Schluss und zwar, ey, auf die Minute genau. Danke, Leute. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Danke für Subs, danke für Bits, danke für Abos, für alles und einfach fürs Zusehen. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Gerade wo es so viel Auswahl an Möglichkeiten gibt, die man hier allein hier auf Twitch oder YouTube gucken könnte. Und ihr entscheidet euch, eure Zeit mit mir zu verbringen. Das ist mir eine große Ehre und eine große Freude. Weihnachtlicherweise, wie auch unweihnachtlicherweise, wie auch immer. Dankeschön dafür. Und da gestern der Stream ja verschoben wurde, weil ich es nicht mehr geschafft habe, machen wir morgen. Holen wir den morgen nach. Und morgen spielen wir Dingsy weiter. Code Veronica. Habe ich schon, freue ich mich sehr drauf. Habe ich mega Bock drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Hey, jetzt gucken wir noch schnell, ob wir nochmal irgendwen hier raiden auf Twitch. Ach, weißt du was? Gehen wir wieder zu Panikfee rüber. Panikfee ist immer gut. Jo, ich danke euch, Leute. Wirklich super cool, super nett von euch. Freut mich jedes Mal wieder, dass ihr dabei seid. Na gut, dann bis morgen Abend. 18 Uhr geht's los, Code Veronica. Gute Nacht, schlaf gut und habt noch eine schöne nachweihnachtliche Zeit. Ciao.